Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen hier im Körperforum. Nein, ich frage Sie heute nicht, wer schon am vergangenen und am vorvergangenen Montag hier war, bei den beiden ersten Veranstaltungen unserer kleinen Reihe Schubladen im Kopf vom Umgang mit Vorurteilen und Klischees. Und ich frage Sie auch nicht, ob Sie alle Ihre Stimmzettel abgegeben haben im Foyer. Ich habe das gesehen, dass Sie das, glaube ich, wirklich alle sehr rege getan haben. Das freut mich natürlich, indem Sie die Gegenstände, die dort ausgestellt waren, getauft haben und ihnen Namen gegeben haben, die vielleicht mehr oder weniger einem Klischee entsprochen haben. Die drei Kommunikationsdesignerinnen der HAW, die auch heute dankenswerterweise wieder diese Installation passend zum Thema der heutigen Veranstaltung gestaltet haben, vielen Dank an euch drei erneut. Die drei werden Ihnen nachher die Ergebnisse Ihrer Abstimmung mitteilen und ich bin schon total gespannt, was dabei rauskommen wird. Mein Name ist Birgit Glaner und ich möchte Sie heute Abend hier als Veranstaltungsleiterin im Körperforum eigentlich nur begrüßen und Ihnen sagen, schade, dass diese Veranstaltungsreihe, die wir in Kooperation mit NDR Info konzipiert haben, herzlichen Dank an Sie, Frau Heckmann, erneut für die Zusammenarbeit, dass wir diese Serie heute Abend beenden werden. Ich finde nämlich, dass es großartig ist, dass wir uns alle zusammen so viel Zeit genommen haben für dieses Thema, für ein Thema, was erfreulicherweise so große Resonanz findet, zu dem es so viel zu sagen gibt und vor allem, dass so gut an diesen Ort hier passt, an dem es uns, der Körperstiftung, darum geht, gesellschaftliche Debatten anzuregen. Wir hatten uns vor 2 Wochen unter der Überschrift Überlebenswichtig, warum wir Schubladen im Kopf brauchen, zunächst von der wissenschaftlichen Seite an das Thema herangetastet und erfahren, dass unser Gehirn pausenlos assoziative Verknüpfungen herstellt, dass die Fähigkeit des schnellen Urteilens, des Vorurteilens ein unabwendbares, ja sogar überlebenswichtiges Prinzip unserer Sozialisierung ist und dass Vorurteile und Klischees ganz zwangsläufig in unseren Köpfen entstehen und unvermeidbar sind. Unter dem Titel Weg damit, wie wir Vorurteile überwinden, hatten wir dann in der letzten Woche Gäste hier auf dem Podium, die dieser eher ernüchternden wissenschaftlichen Erkenntnis ihre individuellen Biografien entgegensetzten. Sie zeigten uns eindrucksvoll, wie sie gelernt haben, mit Diskriminierung umzugehen und welche Tricks sie anwenden, um für Toleranz zu werben. Es gibt sie nämlich, diese interkulturellen Brückenbauer, die uns vorleben, worauf es in unserer immer vielfältigeren Gesellschaft mehr und mehr ankommt. Wo wir ansetzen können, wenn wir uns unserer Vorurteile bewusst werden wollen. Und für alle diejenigen von Ihnen, die diese beiden ersten Abende verpasst haben, und jetzt frage ich eben doch, wer ist denn heute zum ersten Mal hier? Ja, dann lohnt es sich ja doch für Sie alle. Ihnen allen empfehle ich nämlich unsere Mediathek, wo Sie diese Veranstaltungen, also alle drei, bis jetzt die ersten beiden, aber dann nachher alle drei in voller Länge nachschauen können oder, wenn Sie vielleicht nicht so viel Zeit haben, den Sendemitschnitt des NDR als Podcast hören können. Aber vielleicht ist Zeit ja tatsächlich auch genau das richtige Stichwort für den heutigen Abend. Heute, wo wir über den Einfluss der Werbung und über die Rolle von TV-Soaps und Comedy sprechen wollen, wo es eben um das Spiel mit Klischees und um Rollenzuschreibungen geht. Denn so ein Klischee ist doch eigentlich eine prima Fast-Food-Wahrheit. Schnell und leicht konsumierbar, ungesund, na gut, und geschmacklich auch nicht so wahnsinnig differenziert, egal, aber ebenso verdammt bequem. Eine so ungemein praktische Denkschiene, die uns im Alltag viel Zeit mühsamer Auseinandersetzung erspart. Wir müssen unsere Suppe nicht selber kochen, sondern wir bekommen sie fertig serviert. Ich möchte an dieser Stelle aber eine indianische Weisheit zitieren, die besagt, beurteile nie einen Menschen, bevor du nicht mindestens einen halben Mond lang seine Mokassins getragen hast. Leider bitten, jetzt die Bühne sofort zu verlassen, weil ich will auch was sagen. Hallo? Mein Name ist Gillette Eiche und ich bin Deutschlands Integrationsalbtraum.
Nummer eins. Also für alle, die nicht wissen, was ein Integrationsalbtraum ist, weil guck mal, ich wusste, ich komme heute bei intellektuellem Publikum, so viele Leute mit Brille, verstehst du, was ich meine? Richtig schlaue Leute. Und deshalb, ich dachte, ich muss auch noch mal sagen, so dass du auch verstehst. Guck mal, Integrationsalbtraum, Kanake, heißt Integrationsunwilliger, Problemausländer mit polymultiple Vermittlungsschwierigkeiten und potenzielle Gewaltbereitschaft. Das bin ich. Ist ein Fachausdruck, weißt du, schreiben die immer bei Jobcenter. Ich bin heute hier, weil das Thema ist, Wallah, ist richtig wichtig. Und ich will erst mal sagen, liebe Deutsche, es tut mir so leid. Ihr tut mir so leid. AfD, zweiter Platz. Das habt ihr nicht verdient, ich schwöre auf alles. Aber guck mal, die Sache ist auch so, weil ich habe mir gedacht, ich bin ein Migrant, okay? Egal, wo ich hingehe, ich bin immer ein Migrant. Es wird sich nichts verändern. Aber wohin gehst du? Und du weißt ja, wie die Geschichte läuft. Wenn wir erstmal weg sind, dann seid ihr dran. Verstehst du, was ich meine? Es ist immer das Gleiche. Und deshalb, ich habe mir gedacht, ich muss was machen. Ich muss irgendwas Bedeutsames machen für dieses Land, für euch. Aber so auf ein Dingsebene, weißt du, Persönlichkeitsebene. Deshalb habe ich gesagt, ich mache Vorbild wie Deutschland. Weil, guck mal, liebe Deutsche, ihr seid auf der ganzen Welt und macht Entwicklungshilfe. Auf der ganzen Welt. Ihr seid sogar in Mali. Ich dachte, das ist ein Dings, Schwesterkonzern von Aldi oder so. Verstehst du, was ich meine? Und deshalb, man muss mal überlegen, weil guck mal, wenn ihr überall Entwicklungshilfe macht, wer hilft euch bei eurer Entwicklung? Wer macht denn Entwicklungshilfe für euch? Ihr seid mit alles ganz alleine? Das ist hart, das ist hart. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ich helfe euch bei dieser Entwicklungsgeschichte. Ich mache das. Weil wirklich, man muss erstmal, guck mal, ich habe richtig lange hab ich gebraucht, bis ich verstanden habe, was ist eigentlich ein Migrant? Ich habe das nicht kapiert. Bis irgendwann habe ich mal gegoogelt, welche Worte benutzt man am meisten für welche Gruppe von Menschen? Also Migranten, Indianer, Frauen, homosexuell, lesbisch, verstehst du, was ich meine? Welche Worte? Und dann sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich gesagt habe, stimmt. Weil guck mal, ein Migrant, wie soll ich erklären? Ein Migrant ist im Prinzip alles das, worauf Deutsche keinen Bock haben zu sein. Im Prinzip alles das. Guck mal, zum Beispiel, Migranten sind laut. Deutsche sind leise. Migranten sind kriminell. Deutsche sind, halten sich an Recht und Ordnung. Migranten sind Frauenfeinde. Aber Deutsche sind Frauenfreunde. Migranten sind Diktator. Deutsche sind Demokratie. Verstehst du, immer das Gegenteil, immer diese Dings hinher, hinher. Ich finde faszinierend, ganz ehrlich. Und die Sache ist so, weil guck mal, wenn man jetzt Entwicklungshilfe für jemanden macht, man muss ja auch erstmal rausfinden, was stimmt mit dir nicht. Weißt du, was ich meine? Wie kann ich dir helfen, dass du verstehst, was los ist? Verstehst du, was ich meine? Wie kann ich dir bei deiner Entwicklung helfen? Und die Sache ist so, ich bin gleich gegoogelt. Also googeln ist für uns Kanaken wie Abitur, das Gleiche. Und bei diesem Google, ich habe gesehen, ey, es war so spannend. Kennst du Sigi.com? Er heißt Sigmund Freud, Freude oder sowas. Ich schwöre, er ist so ein schlauer Typ. Und Sigmund.com, ja, er hat gesagt, es gibt sowas wie Projektion. Wer kennt Projektion? Arm heben. Ich schwöre, 3, 4, 4. Okay, für alle anderen, ich muss dir erklären. Guck mal, Projektion ist folgendes. Projektion ist so. Projektion heißt, du stehst auf morgen, du gehst in die Welt und dann siehst du jemanden, den du magst. Und dann siehst du jemanden, den magst du gar nicht. Aber Freud sagt, das bist alles du selber. Das ist wie morgens in den Badezimmerspiegel gucken. Weißt du, was ich meine? Du denkst, du siehst andere, aber du bist das selbst. Und ich schwöre, ich habe alles verstanden. Ich dachte, weil, guck mal, was sind immer diese Vorwürfe, was hat man an Ausländer? Ist immer gleiche. Wir sind kriminell, wir sind primitiv, weil wir schlagen unsere Frauen und so. Was machen wir noch? Wir sind ein, ja genau, wir passen uns gar nicht an. Wir wollen eure Werte gar nicht akzeptieren. Auch, wir sprechen auch, wollen auch eure Sprache nicht lernen. Ich gebe mir Mühe, ich hoffe, du merkst. Genau. Und wir wollen euch islamisieren. Und außerdem arbeiten wir auch nicht, wir sind faul, aber wir nehmen euch auch gleichzeitig die Arbeitsplätze weg. Verstehst du, was ich meine? Das auch.
Ist ein schwieriger Job, ist nicht so leicht. Und meine Oma, die hat so was Schlaues gesagt. Sie hat zu mir gesagt, weißt du, Gillette, Menschen, alles das, was sie selber machen, trauen sie auch jemand anderen zu. Stimmt oder stimmt nicht? Wenn du klaust, da hast du immer Angst, jemand beklaut dich, weil du weißt ja, wie das ist, wenn man klaut und davonkommt. Verstehst du, was ich meine? Du weißt ja, wie das ist. Und deshalb, ich bin auf eine Sache gekommen. Okay, wo machen Deutsche alles das oder haben gemacht, was sie uns vorwerfen? Weil es ist ja Projektion, verstehst du? Ich schwöre auf alles, ich bin auf eine Sache gekommen. Kennst du Namibia noch? Diese Namibia-Geschichte? Nein? Guck mal, Namibia war so, also es wurde kolonialisiert. Deutsche sind losgegangen, ich glaube 1845, 75, irgendwie sowas. Ja, aber man muss doch ganz schnell zu Ende erklären. Ich weiß, es ist wichtig, aber ich muss es ganz kurz sagen. Und dann gehe ich vielleicht. Ganz kurz. Ja, Namibia. Darf ich ganz kurz sagen? Okay, Namibia, liebe, nur noch mal, damit sonst die verstehen den Zusammenhang. Liebe Jillet, also Deutschland, wir müssen reden. Ja. Das war die Botschaft, wir haben es verstanden. Wir reden. Christianisiert. Über heute, über hier. Kriminell reingelatscht, Frauen abgeschlachtet. Ihr habt alles das gemacht, was ihr uns vorwirft. Nur, dass ihr wisst. Also, Rade, bis gleich. Das war's von mir. Dankeschön. Vielen Dank an Edil Beider alias Jillet Aysche. Deutschland, wir müssen reden, das war vor 3,5 Jahren der Titel Ihrer ersten Tournee und wir greifen das auf. Reden mit Ihnen. Sind Sie dabei? Okay, an meine Gäste, Tina Müller und Peter Figge, die beiden können schon mal zu mir hochkommen, auf die Bühne. Herzlich willkommen zur dritten Runde. Vielen Dank an Frau Glahner nochmal für die kurze Vorstellung. Von mir nochmal der Hinweis. Alle Handys ausgeschaltet, mindestens mal auf Flugmodus. Sie schauen nochmal schnell nach. Vielen Dank. Ja, eine Protagonistin von heute Abend haben Sie gerade in Ihrer Rolle erlebt, in einer Rolle, denn es gibt eine weitere, das wird sie uns gleich erzählen. Ansonsten begrüße ich neben mir Peter Figge von der Werbeagentur Jung von Matt und Tina Müller, Chefautorin der Lindenstraße. Heute Abend wird es ein branchenübergreifender Talk für das Spielen, das Inszenieren von und mit Klischees und Vorurteilen in allen drei Bereichen, also Comedy, Werbung und auch in Soaps. Die Lindenstraße war ja die erste große Serie, TV-Soap hier bei uns in Deutschland, da spielt das natürlich eine ganz große Rolle. Und wie groß die Rolle ist, wie schnell wir da erwischt sind, das kann man ganz schnell herausfinden, indem ich, bevor ich mit meinen Gästen rede, nochmal Sie bitte, einmal jetzt ganz kurz, jeder schließt mal für eine Sekunde die Augen, stellen Sie sich jetzt eine Werbung, eine Werbekampagne vor, nur eine einzige. Was ist das allererste Bild, was Sie gerade sehen? Augen auf. Gehen einmal mit dem Mikro rum. Was sehen Sie? Gar nichts. Ein Habibi-Männchen. Ganz schnell mal ein paar Bilder im Kopf. Kann nicht sein, dass Sie nicht mehr sehen. Eine Waschmaschine. Bild dir deine Meinung. Noch ein paar Stimmen. Baby in Pampers. Haben wir noch ein paar? Weißer Riese. Angela Merkel mit Caprio-Frisur. Okay, das nehmen wir mal als Stichwort, Nivea. Peter Figge. Dass die berühmte, das berühmte Bild Angela Merkel, damals Oppositionsführerin, 2001 war das, ne? Genau. War Jung von Matt, richtig? War Jung von Matt, richtig. Funktioniert es mit dem Mikrofon, mit dem Ton? Ja, okay, wunderbar. Ja, ist, glaube ich, ein typisches... Mach's ein bisschen näher ran, glaube ich, wenn ich da mal eben kurz darf, dann... So, besser? Ist es jetzt besser für Sie? Akustisch geht gut? Okay, wunderbar. Ja, ist, glaube ich, ein typisches Beispiel, weil sich tatsächlich auch heute noch viele Menschen, die zum Teil 4 Jahre alt waren, an dieses Motiv erinnern. Sie werden es wahrscheinlich auch vor Augen haben. Zwei Bilder, einmal die Haare runter, einmal die Haare hoch. Und es ging darum, für Sixt für das Thema Cabrio-Fahren zu werben. Und es ist so ein bisschen ein Werbemotiv, was sich ins, glaube ich, kollektive Gedächtnis Deutschlands eingebrannt hat. Das können wir testen. Wer kennt das Bild? Da gehen die Hände tatsächlich reichlich hoch. Wer kennt es nicht? Ja. Herr Figge. Das ist, da müssen wir heute drüber reden. Ja,
Das war eine Fotomontage. Wie hat Angela Merkel damals darauf reagiert? Gar nicht. Das zeichnet sie ja aus, dass sie solche Dinge sehr souverän nimmt. Sie hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, das zu kommentieren. Sie hat viel später dann das mal mit Humor genommen. Da waren aber schon viele Jahre dazwischen, dass sie gesagt hat, sie fand es amüsant. Aber in dem Moment hat sie das einfach souverän ausgestanden und gar nichts dazu gesagt. Später hat sie mal gesagt, das zeigt sie, während sie die Rot-Grün-Finanzpläne anschaut. Genau. Solche Bilder, die sich zumindest vielen eingeprägt haben, nicht alle, ich bin überrascht, wie viele es doch nicht kannten, weil das ja eigentlich eine Ikone der Werbegeschichte geworden ist. Braucht man da Klischees, Vorurteile? Das ist ja auch ein Klischee, was mit ihrer Frisur gespielt hat. Ist das immer Voraussetzung, damit Werbung funktioniert? Das ist sicher nicht immer Voraussetzung, dass Werbung funktioniert, aber was wir bei Werbung haben, wir haben es ja eben schon im Publikum gehört, es waren ganz unterschiedliche Werbethemen, also Pampers ist sehr häufig so ein Thema, da wird mit Klischees nicht unbedingt gespielt, da wird auch nicht ironisiert, sondern da geht es um glückliche Familien, glückliche Mütter, also wir haben viel Werbung, wo eigentlich Klischees genutzt werden, um Bestätigung zu erfahren. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Werbung, die mit Klischees bricht, also die tatsächlich eben versucht, basierend auf einem Klischee eigentlich mit Ironie zu arbeiten und auch den Kopf zu öffnen und auch die Herzen am Ende zu öffnen. Also insofern, Werbung tut eigentlich beides. Werbung bestätigt, aber Werbung öffnet tatsächlich auch. Und das ist ja so ein bisschen vielleicht auch, wie wir Menschen überhaupt generell sind. Wir wollen auf der einen Seite so einzigartig sein. Für jeden von uns ist es wichtig, ein Individuum zu sein. Ich möchte auf gar keinen Fall so sein wie die Nachbarin, der Nachbar oder vielleicht weitere Bekannte. Und gleichzeitig möchte ich aber gerne einer Gemeinschaft angehören. Ist ja eigentlich auch widersprüchlich. Also insofern, wir brauchen Klischees, um sie auch brechen zu können. Und für uns Werber sind viele Klischees, mit denen wir spielen dürfen, natürlich auch ein Fundus, Dinge überhaupt erstmal bekannt und attraktiv zu machen. Insofern nutzen wir Klischees tatsächlich auch gerne. Sie sind in einer Branche tätig, die voller Klischees ist. Was hat Sie dahin geführt? Was hat mich dahin geführt? Ich habe tatsächlich von Anfang an mich für Kommunikation interessiert, für was Kommunikation auch bewegen kann. Ich wollte immer gerne in einen kreativen Beruf und ich wollte als 16-Jähriger tatsächlich eigentlich unbedingt in die Plattenindustrie. Nur spiele ich kein Instrument, ich singe auch nicht gut. Es war irgendwie so eine Vorstellung, die wahrscheinlich auch ein bisschen überambitioniert war. Ich habe mich mit 16 um Praktika beworben in Amerika bei großen Plattenfirmen. Ich habe immerhin lauter Absagen gekriegt. Ich glaube, normalerweise reagieren die gar nicht. Und dann war aber so ein bisschen eigentlich das Faible für einen kreativen Beruf gewählt und von da aus ging es dann weiter. Außerdem haben Sie ein Faible für Dressurreiten, habe ich gelesen. Hat das was auch mit dem Job dann zu tun, dass Sie es schaffen, uns mithilfe gezielt eingesetzter Klischees und Vorurteilen in eine bestimmte Richtung zu bringen, sodass sie uns erwischen? Ich glaube, die Analogie wäre definitiv zu platt und ich würde weder... Aber ist was dran. Ich würde tatsächlich... nein, ich glaube, Reiten lernt oder lehrt einen tatsächlich etwas anderes, was durchaus wichtig für den Beruf ist. Sie kommunizieren und zwar nonverbal. Sie haben es mit einem Wesen zu tun, das eigentlich von Natur aus nichts anderes will als fliehen, wenn irgendwas los ist. Sie brauchen wahnsinnig viel Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen, um eine Verbindung zu diesem Wesen herzustellen. Also ich glaube, ich habe viel gelernt im Sinne von mich einfühlen, zu versuchen, in Situationen einzudenken, auch durchzuhalten, Marathon zu laufen, all diese Dinge ja. Aber dass jetzt Menschen wie Pferde sind oder auch Mitarbeiter wie Pferde werden, nee, also so einfach ist es nicht. Das war jetzt ja ein bisschen platt formuliert. Und Sie haben eine besondere Beziehung zur Lindenstraße, haben Sie mir verraten. Ja, das stimmt, das wird Frau Müller wahrscheinlich nicht mehr wissen. Hat auch ein bisschen was mit Kreativität und auch meinem Faible zu tun. Meine Patentante war ganz am Anfang beim WDR Chefmaskenbildnerin und hat die Lindenstraße tatsächlich auch über viele Jahre betreut. Und das war für uns immer faszinierend, weil wenn Tante Rosemarie kam, dann hatte sie viel zu erzählen und von einer sehr bunten Welt für uns, einer sehr interessanten Welt. Und es war auch für mich immer besonders lustig, wenn mein Onkel, ihr Mann, immer über die Schauspieler mit Namen sprach, und zwar mit den Filmnamen, was sie immer unglaublich aufgeregt hat, weil sie sagte, nein, das ist nicht Frau Beimer. und mein Onkel wollte das nie verstehen. Aber für uns war als Kinder das tatsächlich sehr faszinierend und eine ganz andere Welt. Schön, dass Sie als Zeitzeuge dann auch mit auf der Bühne sind. Tina Müller, Sie sind seit noch gar nicht allzu langer Zeit Chefautorin der Lindenstraße. Wie wird man Chefautorin einer solchen TV-Show? Ja, das ist eine gute Frage und auch für mich
eine überraschende Wendung in meinem Leben gewesen. Ich habe, also ich bin lange Drehbuchautorin fürs Fernsehen und habe für viele Serien geschrieben, eher im Nachmittagsprogramm ganz viele tägliche Serien gemacht. Und da hat ja durchaus ein Wandel stattgefunden und aus verschiedenen anderen Gründen ist einfach auch mal die Zeit, sich dann zu verändern und ein bisschen Tempo rauszunehmen, weil diese täglichen Sachen, kann man sich vorstellen, wenn man in einer Woche 5 Folgen erstellen muss, muss man das auch jede Woche machen, weil die werden jeden Tag gedreht und jeden Tag gesendet. Und da ist mit, ich muss jetzt mal gehen, ist da halt auch nicht so viel. Und da sind die Rhythmen von wöchentlichen Sachen auch einfach anders. Und ich habe mich umgeschaut und war dann, glaube ich, einfach zum richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Ort. Also die Lindenstraße hat sich umgeschaut, ich habe mich umgeschaut und wir haben zusammengefunden. Gerade vor einer Woche ist ja Ihr Vorgänger, Michael Maisheit, nach 20 Jahren verabschiedet worden. Also die Lindenstraße, das ist eine lange über 30 Zeit. Jahre. Genau. Und wie übernimmt man sowas? Sie haben da eine Zeit lang parallel gearbeitet oder wie machen Sie das? Genau, wir haben eine Weile gemeinsam gearbeitet. Also ich bin ja seit vergangenen Sommer dabei. Da war er dann in den ersten Sitzungen, in denen ich mitentwickelt habe, auch noch als Berater dabei, war ich sehr glücklich drüber, weil das ein unglaubliches Wissen ist, was Herr Maisheit hat und was die anderen Kollegen natürlich auch haben. Wie viele Kollegen sind Sie denn? Im Moment, die Produktionsweise wurde ein bisschen umgestellt, sodass wir aufgestockt haben und jetzt insgesamt 6 Autoren sind. Mhm. Wir müssen ja ein bisschen unterscheiden, was die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich habe jetzt gesagt, Sie sind die Chefautorin, aber eigentlich ist Storyteller noch die bessere Beschreibung, oder? Das kann man so sehen, dahin geht es immer mehr. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie Sie arbeiten. Also das ist ja nicht so, dass jede einzelne Serie von Woche zu Woche geschrieben wird, sondern das ist ja ein anderes Vorgehen. Also Sie arbeiten mit Blöcken und großen Linien. Sagen Sie uns ein bisschen, wie das abgeht. Genau, also wir fangen beim Großen an und werden dann immer kleiner. So, das kennt man ja wahrscheinlich von sehr vielen Arbeitsprozessen. Und wir haben 2-mal im Jahr, kommen wir zusammen im Autorenteam. Da sind dann in der Regel eigentlich alle dabei, wo große Bögen veranschlagt werden, wo wir überlegen, was passiert den Figuren, die im Ensemble sind, fürs nächste halbe Jahr. So, das sind die großen Bögen. Da wird auch festgelegt, welche Figuren oder Geschichten sind im Vordergrund. Da wird auch schon eigentlich festgelegt, welche Themen spüren wir. Also wir kommen ja als Autoren aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, Lebenssituationen und es ist trotzdem eben oft so, wenn wir uns da treffen, in Klausur gehen, die 3 Tage, manchmal sind dann die gleichen Sachen, die uns bewegen und beschäftigen, das ist schon mal ein guter Indikator, um zu sagen, vielleicht sollten wir mal die ein oder andere Figur dahin schicken oder sie dies und jenes erleben lassen. Was bewegt denn Sie jetzt, wenn Sie die großen Linien festlegen, gerade als Thema gemeinsam? Das darf ich jetzt natürlich dann sagen gar nicht uns, so was gerade. Dann sagen Sie uns, was Sie gerade beschäftigt hat, was wir gerade. Also ich kann vielleicht sagen, dass als ich angefragt wurde von der Lindenstraße, ich mir natürlich klar war, dass da irgendwie eine Fernsehhistorie irgendwie auf der anderen Seite des Telefons sitzt. Und ich kannte das auch aus meiner Jugend, habe das nicht wirklich aktiv geschaut und hatte in anderen Zusammenhängen mich sehr stark gemacht in einem transmedialen Projekt für eine Flüchtlingsthematik und hatte gerade für eine andere Serie wiederum einen Fall über eine Transgender-Figur entwickelt. Das waren so die beiden Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftigte. Und dann dachte ich so, oha, jetzt treffe ich die Lindenstraße, ich schaue mal schnell rein, was da gerade so läuft. Und in dieser Folge lief exakt eine Transgender-Geschichte und die Flüchtlingsfamilie fasste Fuß im Kosmos der Lindenstraße. Das hat mich sehr überwältigt, dass da offenbar irgendwie so eine Koexistenz von diesen Themen war,
Plus, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, auf ein Klassentreffen zu gehen, ja, weil die Figuren halt zum Teil noch irgendwie bekannt waren und nicht ersetzt wurden. Ich frage mal gerade zwischen, wer hat denn gestern Abend quasi als Vorbereitung auf den heutigen Abend die Lindenstraße geguckt? Keine Werbung, keine Lindenstraße. Nee. Wir haben einen Auftrag. Wir haben es mit einem sehr gebildeten Publikum zu tun. Ja, haben wir schon gehört. Das wissen wir jetzt nicht, ob das Ironie ist, postmodern. Sollte es jemanden geben, der tatsächlich in seinem ganzen Leben noch niemals wenigstens in die Lindenstraße reingeguckt hat und das aus Versehen? Okay. Muss man sich schämen, um die Lindenstraße zu gucken? Frage ich an alle. Nein. Nein. Nee? Nein. Das Besondere an der Lindenstraße ist ja, und deshalb haben wir das heute Abend auch thematisiert, nicht nur, dass sie seit über 30 Jahren existiert, sondern als Serie wirklich versucht hat, von Anfang an auch Vorurteile, und genau darüber wollen wir auch reden, in der Gesellschaft aufzugreifen. Sie haben gerade das Transgender-Thema angesprochen, was ja auch gestern Abend nochmal wieder eine Rolle spielte, oder die Flüchtlingsthematik. Also alle Themen, die in der Gesellschaft für Kontroverse sorgen, tauchen da auf. Wir wollen gleich natürlich auch schauen, so wie aktuell kann man da sein. Aber ich gehe erstmal rüber zu Frau Beider, die wir ja gerade schon erlebt haben in ihrer Rolle als Jelit Aysche. Herzlich willkommen auch nochmal sozusagen in Anführungszeichen Natura. Sie sind Deutsche, sind in Celle aufgewachsen, haben lange in Berlin gelebt, jetzt in Frankfurt. Wie kam die Idee, in die Rolle der Jelit Aysche zu schlüpfen? Also das ist schon wirklich, es ist eher ein Zufall gewesen. Ne? Also es ist nicht unbedingt sehr, es war keine Intention in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich will jetzt unbedingt eine Figur entwickeln, die irgendwie das erzählt, was sie tut. Bei mir hat es damit angefangen, dass ich an Schulen gearbeitet habe. Also in Berlin? In Berlin, genau, in Berlin an der Grundschule und auch an der Rüdli-Schule, der sehr bekannten. Und da eben Erfahrungen gemacht habe, die mich schon sehr schockiert haben. Also so in den Schulalltag reinzugucken, ist ein Schock. Es ist wirklich, wenn man jetzt nicht in der Schule ist. So, und dann gibt es natürlich noch die private Ebene. Ich war 38 und meine Mutter kam aus Bodrum und hat mich gefragt, was mit mir nicht stimmt, warum ich so erfolglos bin. So wie Eltern nun mal so sind dann ab und an. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, das liegt nicht an mir und das ist einfach alles hier, da kann ich nichts für. Und so hatte mich meine Mutter nicht erzogen. Ich bin Waldorfschülerin, ich war auf dem Waldorfinternat und mit Eigenverantwortung und pipapo. Und dann hat sie also mitbekommen, wie ich von den Schulen nach Hause kam. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie 8 Stunden lang, ich schwöre, übertreibe ich deine Rolle, Sie kommen nach Hause und Sie reden so weiter. Das ist einfach... Und meine Mutter hat das beobachtet und hat gesagt, so, das nehmen wir jetzt auf und packen das auf YouTube. Du wirst sehen, du hast Erfolg. Und ich dachte natürlich, das ist ja Wahnsinn. Sie hat noch nie was von Menschenrechten gehört. Aber gut, ich mache das jetzt, weil ich muss ja auch irgendwie loswerden. Ja? Also das heißt, wenn ich das dann mache und dann ist das natürlich total erfolglos, so wie ich mir das gedacht hatte, dann kann ich aber immer sagen, siehste Mama, ich hatte recht. Also es ist leider nicht so, wie du dir das denkst. So, es war aber genau, und deshalb sage ich ja, man muss Angst haben vor Müttern, denn es war genau so, wie sie gesagt hatte. Es war auf einmal ein Riesenerfolg. Ich hatte 1,3 Millionen Klicks auf einem Video, was in dieser Comedy-Szene sehr ungewöhnlich ist. Und dann, ja... Dann haben wir also diesen YouTube-Kanal von Ihnen, den gibt es ja nach wie vor. Gleichzeitig habe ich vorhin schon erwähnt, als Sie sich umgezogen haben, es gab vor 3,5 Jahren die erste Deutschland-Tournee und Sie sind gerade mit der zweiten unterwegs, mit Ihrem selbstgeschriebenen Solo Ghetto Lecture, ja. Also wo es dann darum geht, Jelit Aysche entdeckt die Bildung. Und Sie sind viel im Fernsehen aufgetreten, halten auch Vorträge, waren auch jetzt oder sind immer noch in dieser Spielzeit hier in Hamburg am Deutschen Schauspielhaus zu sehen in einer Inszenierung, ein Stück von Elfriede Jelinek. Also machen ganz viel, von wegen erfolglos. Was ganz interessant ist, was man vielleicht auch erzählen muss, um die Figur zu erklären, das ist ja nur eine von zweien, die Sie spielen, ist, dass Sie sagen, Sie haben in Berlin plötzlich das Gefühl gehabt, Sie sind Türkin oder werden als Türkin wahrgenommen. Dabei sind Sie
Deutsche von türkischen Eltern, die hier migriert sind, aber in Deutschland als Deutsche aufgewachsen, und plötzlich gab es diesen Rollenwechsel. Ja. Ja, also ich glaube, dass was ganz interessant ist, zu verstehen ist, wenn man Migrant, also ich werde ja schon als Migrant bezeichnet, Sie sind eines der wenigen, die mich als Deutsche betiteln oder bezeichnen, das ist eigentlich in der Regel nicht so. In der Regel werde ich als Migrant geführt. Also da habe ich einschlägige Erfahrungen gehabt. Dass aber Sie haben sich, so haben Sie es in Interviews mal beschrieben, am Anfang ja selbst nicht so gesehen, sondern erst, als Sie in Berlin waren und dort viel deutlicher diese Zuschreibung erfahren haben. Ja, richtig. Also ich bin mit 15, 16 nach Berlin gekommen, aus dem schönen Waldorf-Internat, wo das überhaupt gar keine Rolle gespielt hatte. Und deshalb ist es ja auch für Kinder, ist das ja auch immer ganz schwierig, wenn man ihnen sagt, ja, du bist aber keine Deutsche. Da fangen die an zu heulen, weil die wollen dazugehören. Für die ist das total normal, deutsch zu sein. Das ist also ein Prozess, dass man, wenn man unter diesem Label als Identität lebt, ist es der Prozess, dass du quasi wieder ausgebürgert wirst. Eigentlich warst du schon deutsch, wirst aber zum Migranten. Das ist ein ganz interessanter Prozess. Also das ist auch, hat auch in Berlin natürlich dann 16 Jahre Identitätsfindung, das ist genau das Alter, hat dann auch so stattgefunden, dass ich also relativ eigentlich immer nur gefragt wurde, wo kommst du her? Das ist das allererste. Von beiden Seiten, ne? Also auch migrantische Seite wie deutsche Seite. Und dann wurde man eben in sein Lager mehr oder weniger reinge. Und ist Comedy auch mit Humor Ihre Art dazu kontern? Ja, ich denke, das ist total so, weil ich finde, was ganz wichtig ist, ist, wenn man in meine Shows kommt, dann sieht man immer eine Mischung von Publikum, das also deutsch ist, migrantisch ist und lesbisch-schwul. Das ist so mein Publikum. Und das Wichtigste an diesem Abend ist nicht unbedingt, was ich da mache, sondern das Wichtigste ist, dass wir zusammen da sitzen und über dieses schwere, schwere, schwere Thema Migration, Flüchtlinge, Migranten, dass wir darüber lachen. Und zwar gemeinsam. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber wenn Sie mal so im Schauspielhaus sind, da sehen Sie vielleicht zwei Migranten. Interessanterweise gehen wir nicht in die gleichen Lokalitäten. Also wir haben es in 60 Jahren nicht geschafft, dass wir uns eigentlich sozusagen im öffentlichen Raum gemeinsam bewegen. Das ist oft nicht der Fall. Also jeder bleibt so ein bisschen auf seinem Platz. Und da versuche ich schon mit der Rolle so ein bisschen auch eine Lockerheit reinzubringen, weil das zu verbissen wird der Diskurs nicht gut enden. Ja. Gucken Sie Lindenstraße gelegen? Also ich habe früher mal Lindenstraße geguckt und meine Mutter hat sich immer kaputt gelacht, weil ich immer rumgemeckert habe mit dem Programm. Aber hat mir dann immer alles nicht gepasst, was da so lief. Aber das war bei jeder anderen Show auch so. Aber Lindenstraße fand ich eigentlich noch so am realistischsten von allen. Mhm. Ja, schlimmer war bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, da bin ich völlig durchgedreht. Aber Lindenstraße ging. Und gucken Sie Werbung? Werbung, ja, na klar, na logisch. Finde ich auch sehr interessant, Werbung. Ja. Werbung und Comedy haben ja irgendwie einen Draht zueinander, Herr Figge, oder? Was uns, glaube ich, schon mal verbindet ist, wir versuchen in kurzer Zeit, deswegen habe ich auch sehr viel Respekt vor Stand-up-Comedy, kurze Geschichten oder Geschichten in kurzer Zeit zu erzählen, nur Pointe herauszuarbeiten, also das, was tatsächlich auch für unsere Kreativen eine sehr besondere Herausforderung ist, dass sie in einer sehr, 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 sehr kurzen Zeit verglichen jetzt mit einer Serie, die etwas entwickelt oder einem langen Spielfilm auf den Punkt kommen müssen. Alles ist sehr schwer, es sind ganz unterschiedliche Formen, aber das ist sicherlich eine spezifische Form, die uns auch verbindet. Sie sagen gerade Stand-up. Ist das alles Stand-up, was Sie machen? Das sind Rollen, der klassische Stand-up wäre jetzt T-Shirt, Jeans und dann so, na, es ist auch eine Rolle, aber es ist gleich der Alltagsrealität oder der Alltagsperson eher. Das, was ich mache, ist ja wirklich eine überspitzte Form, wobei das auch nicht für jeden überspitzt ist, weil es gibt wirklich viele Menschen, die denken, dass der größte Teil der Migranten so ist. Mhm. Das ist immer ganz spannend, dass so... Sie haben ja auch selbst Erfahrung mit der Besetzung von sozusagen Werbespots mit Comedian. Da reden wir gleich drüber. Erstmal, Sie haben eben Frau Beider erlebt, beziehungsweise Jelit Aysche erlebt. Hätten Sie eine Idee, für was Sie einsetzen könnten? Domäne. Also spontan, nein, das liegt aber jetzt nicht an dem Frau Beider, sondern das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich nicht der Kreative bei uns bin. Ich bin der Berater in der Agentur. Das heißt, meine Aufgabe ist es am Ende, Kreative zu finden, zu unterstützen, Ideen am Leben zu halten vor allen Dingen. Also Kreative, so ähnlich wie Direkteure, andere Künstler, Comedians, sind für uns sehr, sehr wichtig, sind eine sehr
flüchtige Ressource, sind Menschen, die auch gerne mal, Gott sei Dank, bockig sind, etwas unbedingt durchsetzen wollen, Momentum schaffen wollen. Und unser Job, mein Job, ist es eigentlich, diese Menschen zu finden und tatsächlich auch beim Kunden für gute Ideen wirklich zu kämpfen und die durchzukämpfen, damit sie am Ende auch das Licht der Welt erblicken. Was ist denn das Reizvolle, Comedian einzusetzen in der Werbung? Also Sie selbst haben ja, bevor Sie bei Jung von Matt waren, unter anderem mit Habe Kerkeling Kampagnen gemacht für Volkswagen, eher in der Figur des Horst Schlemmer, der dann für den Golf geworben hat. Was ist das Reizvolle? Warum funktioniert das so gut beim Publikum? Also wir haben ja eben schon ein bisschen angefangen einzugrenzen, Stand-up-Comedy, es gibt ja ganz unterschiedliche Comedy-Formen. Was Sie jetzt ansprechen, Horst Schlemmer war und ist eine Kunstfigur. Viele Comedians haben auch Figuren, die sie über Strecke, über Zeit ausbauen. Und für uns ist das natürlich häufig reizvoll, weil diese Figuren auch für gewisse Klischees stehen. Also ich glaube, wenn Horst Schlemmer anfängt, tatsächlich zu sprechen, dann riechen Sie förmlich den Dorncard, den er also da nun ausstrahlt. Er steht eben mit all dem, was er da verkörpert, für eine gewisse Spießigkeit, mit der man dann auch sehr gut arbeiten kann, die man auch sehr gut parodieren, persiflieren kann und man eben auch mit entsprechenden Klischees arbeiten kann. Und je prägnanter die Figur und natürlich auch je bekannter die Figur, desto schneller löst sie Assoziationen beim Betrachter aus. Und weil es Comedy ist, können sich da beide Seiten, die, die wirklich spießig sind und die, die sich über Spießige nur lustig machen, mit so einem Clip identifizieren? Also zumindest, glaube ich, sind die, die wirklich gemeint sind von der Figur, die würden sich, glaube ich, selber nicht erkennen, als ich bin wie Horst Schlemmer. Also ich glaube, da sind wir. Aber die würden trotzdem auf den Golf Die würden aber trotzdem natürlich über den Humor, über die Geschichte, würden die absolut lachen, klar. Und sie würden sich aber selber nie zuordnen. Da bin ich wieder so ein bisschen mal bei meinem Thema, wir wollen alle irgendwie einer Gemeinschaft angehören und trotzdem so individuell sein. Also wer möchte schon gerne tatsächlich Durchschnitt sein zum Beispiel, ist ein beliebtes Thema, möchte niemand. Und wenn wir uns so richtig in den Spiegel selber betrachten, dann sehen wir, dass wir mit vielen Dingen, die wir selber tragen, selber tun, wie wir handeln, eben doch einer größeren Gruppe angehören und nicht so einzigartig sind, wie wir das gerne wären. Dieses Spiel mit beidem, also mit der Ironisierung einer Figur oder mit Ironisierung von Vorurteilen und mit dem realen Zeigen, das ist ja auch in der Lindenstraße so. Wen wollen Sie damit erreichen? Auch beide Seiten, also diejenigen, die sich vielleicht real in einer Figur finden, wo Sie sagen, das kann nicht sein, dass jemand das so ernst nimmt, und diejenigen, die ironisch drauf schauen. Ja, auf jeden Fall beide Seiten, vor allem, weil wir auch beide Seiten benutzen. Also als Autoren haben wir die Klischees zum einen als etwas, was wir aufbrechen wollen, was wir aufzeigen wollen, wo wir dahinter schauen wollen. Es gibt auch Geschichten, wo das Klischee selbst das Thema ist. Also was passiert, wenn Klischees gelebt werden und wie reagiert das Umfeld? Nennen Sie mal ein Beispiel. Ja, wir hatten unlängst eine Folge, wo ein junger Mann verdächtigt wird, einen Bombenanschlag zu verüben. Er wurde verdächtigt, weil er A, im Bus laut arabisch telefoniert hat, dann schnell rausgerannt ist, eine Frau rüpelhaft angerempelt hat und seine Tasche liegen gelassen hat. Und das hat zur Panik geführt. Und letztendlich auch als Polizeiruf, Sondereinsatzkommando. Er musste mit auf die Station. Und das sind Dinge, wenn die dich überrumpeln in einer totalen Alltagstätigkeit. Der hat sich mit seiner Mutter am Telefon gestritten. Das hat nur niemand verstanden, der des Arabischen nicht mächtig war. Und hat einfach dann in dem Ärger den Ausstieg verpasst, schnell ausgestiegen und halt seine Tasche vergessen, was für ihn selbst ja ein Ärgernis war. Was kriegen Sie denn dann für Reaktionen auf solche Szenen? Das war sehr unterschiedlich. Also es gab etliche Leute, die gesagt haben, sie fühlen sich verstanden oder wieder gespiegelt diese Atmosphäre der Angst, ne, dass man irgendwie bei einer ollen Tasche schon denkt, jetzt gehen wir gleich in die Luft. Gleichzeitig gab es auch die Reaktion, dass es Hanebüchen ist oder dass es nur gerechtfertigt ist, wenn sie unsere Frauen vergewaltigen, dann sollen sie doch wegbleiben und sich nicht wundern, wenn man sie vorverurteilt. Nun gibt es ja bei solchen Szenen einen entsprechenden Vorlauf. Also Sie planen jetzt die Sachen schon, die im Januar nächsten Jahres zu sehen sein werden. Die erste Folge, die Sie selbst geschrieben haben, ist auch noch gar nicht gezeigt, ne?
Nee, im Sommer. Also langer Vorlauf. Wenn jetzt solche Themen drin sind, ich frage es nochmal anders, wenn Sie aktuelle Geschichten damit reinnehmen, wie machen Sie das, dass Sie bei so einem langen Vorlauf trotzdem einen aktuellen Bezug haben können zu den Debatten, die wir jetzt gerade hier bei uns in der Gesellschaft haben? Also es gibt auf jeden Fall, weil es ist ein Anliegen der Lindenstraße, aktuell zu sein und auch den wirklichen Realitätsbezug zu haben. Und wir strahlen Weihnachten aus, wenn Weihnachten ist. Und die Figuren feiern Silvester, wenn Silvester ist. So. Und genauso sitzen sie vor der Wahl, wenn die Wahl ist. Und das wird nicht so en passant nur gespiegelt. Und dafür haben wir natürlich im Produktionsablauf Schritte eingebaut, um nachzujustieren, um ganz aktuelle Sachen einzuspielen, aufzunehmen. Beispiel? Das ist zum Beispiel die Wahl. Ja, das ist entweder, die sitzen ja auch beim Dreh vorm Fernsehen, was dann auf dem Fernsehen zu sehen ist, welche Hochrechnung und so weiter, das wird kurzfristig geliefert, wenn das Wissen darum tatsächlich da ist. Manchmal ist es eben auch so, dass zwei Varianten gedreht werden. Das ist aber tatsächlich eher so wahrscheinlich in diesen Wahlsachen eine Rolle. Ansonsten wird manchmal nachsynchronisiert, wenn man aktuelle Politikstatements gibt. Da hatten wir auch eine Folge, die ziemlich Furore machte, wo Mutter Beimer sich über eine Partei äußerte und das ziemlich direkt. Da gab es einen großen Aufschrei und auch den absoluten Wunsch, dass die Lindenstraße sich jetzt also bei der Partei entschuldigen möge. Wo wir dann ja sagen können, naja, es ist ja Mutter Beimer, es ist ja nicht die Lindenstraße, es ist ja nicht die Produktion. Wir können einen Brief von Frau Beimer senden, aber die Lindenstraße... Die hat es ja nicht gesagt, sondern es ist ja im Leben der Figur so gewesen. Und das ist ein Unterschied. Ja, ein Schelm, wer jetzt Böses dabei denkt, dass Sie vielleicht auch Reaktionen wie diese provozieren wollten. Jedenfalls, Sie versuchen sehr aktuell zu sein, wenn das geht, aber haben eben diesen entsprechenden Vorlauf. Was ist Ihr Ziel, wenn Sie sagen, wir wollen so nah an der Realität sein? Wollen Sie ganz bewusst brechen mit Vorurteilen? Wollen Sie Menschen dazu bringen, über ihr eigenes Handeln, ihre eigene Haltung nachzudenken, oder ist das zu weit gefasst? Das ist so ein großes Ziel. Und ich weiß nicht, ob man das sich immer auf die Fahne schreiben sollte. Auf jeden Fall wollen wir aufmerksam machen. Und es ist eine Mission, zu schauen, wie sich gesellschaftliche Entwicklungen bewegen und was so passiert. Bestenfalls eben auch die Leute aufrufen, hinter Klischees zu schauen oder die eigenen auch mal zu überprüfen. Denn dass wir sie alle haben und wie Sie auch sagten, dass wir Vorurteile brauchen, um bestimmte Sachen einzusortieren, dass es überlebenswichtig ist. Das ist ja alles unbenommen. Nur wenn wir sie so verfestigen, dass sie eben nicht mehr beweglich sind, dann haben wir ein Problem. Und was Bewegung da reinzubringen. Und zum Beispiel ich denke da aktuell an eine relativ neue Figur, Roland Landmann heißt der Mann, der im Grunde so ein Charakter ist, der aus eigener Geschichte aus Thüringen stammt, so ein bisschen den Glauben an die Institution, an den Staat, an das soziale System verloren hat und jetzt dazu übergegangen ist, für sich selbst zu sorgen. Also er ist auf alles vorbereitet. Ob das nun ein Terrorangriff, ein Hackerangriff oder ein Atomkraftwerkproblem irgendwie gibt. Er hat da irgendwo sein Versteck. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie fiktiver Blups, den wir da erzählen, sondern das sind tatsächlich ja Menschen, es gibt Menschen, die so leben, die so vorbereitet sind. Verfestigt man damit nicht letztendlich auch Klischees? Oder können Sie darüber etwas? Das kann sein, dass es anfänglich sich
wie eine Verfestigung anfühlt oder auch gibt es diese Reaktionen dann von den Zuschauern, die sagen, ja, natürlich, der Nazi ist wieder der Ossi. Und unser Anliegen ist ja dann, einen Schritt weiter zu gehen. Und das können wir uns dann im Gegensatz zu kurzen, pointierten Sachen auch leisten, dass wir diesen Mann eine Weile begleiten und feststellen, was ihn bewegt. Ich fand es, als ich mich dem angenähert habe, dachte ich so, puh, was, mit dem habe ich ja so gar nichts zu tun. Mittlerweile schreibe ich den total gerne. Weil ich hinter seine Facetten geguckt habe, weil ich ihn auch als Mensch oder als das Menschliche seiner Figur kennengelernt habe. Und das wiederum ist ein Anliegen zu teilen und auch aufzufordern, macht es mal mehr. Mhm. So, also gerade in der Nachbarschaft. Ja? Also wie klassifiziert nehmen wir unsere Nachbarn wahr? Da braucht ja nur einer einmal guten Tag sagen und schon, oh, ich weiß wieder, der hat und was da alles im Kopf abläuft. Ihr beide, mit dieser Rolle, Jelit Aysche, steckt da was von Ihnen auch drin, würden Sie sagen? Das ist eine sehr abstrakte Frage. Eigentlich, ich meine, ich spiele es ja, zumindest rein biologisch stecke ich damit drin. Aber also könnten Sie das spezifizieren, was exakt, nach was fragen Sie genau? Worauf ich hinaus will, ist, wenn Sie diese Rolle, Jelit Aysche, spielen, fällt das auf Sie irgendwie zurück? Schadet Ihnen das oder nutzt Ihnen das was? Wie werden Sie als Edel Beider wahrgenommen, wenn Menschen wissen, Sie spielen gleichzeitig Jelit Aysche? Also ich kann Ihnen das gar nicht so genau beantworten, weil natürlich weiß ich das nicht. Ich frage nicht jeden Menschen, wie er Edel Beider wahrnimmt, wenn er Jelit Aysche sieht. Aber ich glaube, dass das für mich gerade das Absetzen von meinem Namen Edel Beider und der Rolle Jelit Aysche schon mal so ein ganz klar statuiert ist. Hier ist also das ist eine Trennung. Ne? Das ist jetzt nicht meine Alltagsidentität, sondern die würde dann eher im Raum von Edel Beider stattfinden. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe eine ganz, ganz große Liebe für diese Figur. Ne? Also deshalb fand ich das so schön, dass du gerade gesagt, Sie gerade gesagt hatten, dass Sie diese Menschlichkeit dann auch erkennen. Und ich muss sagen, je länger ich sie spiele, desto mehr liebe ich sie. Weil ich so ihre Kraft erkenne, ihre Naivität, aber auch immer die Intention irgendwie was, sie will ja was Gutes. Sie will ja gar nichts Schlechtes. Also ich hatte zum Beispiel bei meiner Show vor 2 Tagen einen Polizisten drin. Und der und die Figur fragt den Polizisten, ja, und so, ihr habt ja auch immer so harte Erlebnisse mit uns. Er so, ja. Und ich so, was wünscht ihr euch denn von uns? Und dann sagt er, ein bisschen mehr Respekt. Und sage ich, was sagen wir denn, was respektlos ist? Und dann sagt er, Nazi. Und dann sage ich, ist Hurensohn besser? Und dann hat er gesagt, ja, auf Türkisch. Und ich so, okay, Kompromiss. Also diese Figur verhandelt einfach ganz klar Emotionen. Und die kommen eben, die sind bei unseren Diskursen ja oft nicht dabei. Man versucht immer mit Fakten an die Sache ranzukommen. Aber ich glaube, gerade das, was jetzt hier in diesem Land stattfindet seit einiger Zeit, hat nichts mehr mit Faktenlage zu tun. Ich knüpfe an diese Szene an mit dem Polizisten. Da kommen wir zurück nochmal. Was bewirken solche Auftritte? Bewirkt das bei Menschen wie ihm jetzt im Publikum, dass er beim nächsten Mal, wenn er Migranten sieht, die so sprechen, wie sie das in ihrer Rolle vormachen, mit denen anders umgeht, die anders anspricht? Das weiß ich nicht, was das bei ihm, ich stecke ja nicht in ihm. Ich weiß es wirklich nicht, was das bei ihm bewirkt oder nicht bewirkt. Aber was definitiv passiert ist, dass er in der Lage ist, das, was ihm ansonsten Schmerzen bereitet im Alltag, in seinem alltäglichen Beruf, was ihm eben auf eventuell eine schlechte Laune verpasst, dass er da in dem Augenblick lachen kann drüber. Und ich glaube, das ist sehr heilsam, ist so meine Wahrnehmung von dieser Situation. Also, dass du merkst, ja, du kannst das auch verkehren. Also natürlich alles zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Und trotzdem wird der Polizist sein, trotzdem wird das wieder hören. Aber vielleicht denkt er ja dann mal in dem Augenblick und muss dann mehr schmunzeln, als dass er sich ärgert. Eventuell, man weiß es nicht. Das ist so. Wir haben von Frau Müller eben gehört, und damit kommen wir auch auf die Frage, wie man denn Ideen findet. Wie machen Sie das? Machen Sie sich Notizen zwischendurch, kleine Zettelchen, hier was gesehen, da was?
Also interessanterweise funktioniert mein Gehirn wirklich ganz, der Ausschlag ist meistens Wut. Also wenn ich das Gefühl Wut empfinde, kommen da die besten Sachen bei raus. Also wenn ich dann sowas irgendwie höre, was mich ärgert oder wo ich dann eben irgendwie Unmut empfinde, dann ist das eigentlich, dann müsste ich mich nur hinsetzen und runterschreiben und dann sind da sofort die Ideen da. Interessanterweise funktioniert es bei mir genau umgekehrt, vom Kleinsten ins Große. Also ich habe dann erstmal einen Satz und daraus baue ich dann sozusagen eine ganze Geschichte oder eine ganze Situation. Und so bewusste Klischees, Stereotype, Vorurteile, machen Sie sich auch da Zettel, sagen, das muss ich mal unterbringen, das muss ich mal hinterfragen oder das da ist auch nach aktueller Lage. Ja, natürlich, na klar. Also wenn ich jetzt mein Publikum bemitleide dafür, dass jetzt die AfD, dann ist das schon was sehr Aktuelles, ne? Und das ist dann schon eine Reaktion auf das, was so in Klischees dann auch passiert. Oder mit Klischees, mit denen wir jetzt gerade auch umgehen müssen. Also es ist, die Figur ist auch sehr aktuell. Das ist auch mein Anspruch. Deshalb ist meine Show nicht wirklich, also ich würde sagen, um die 70% sind Improvisation mit dem Publikum, weil diese Figur eine Beziehung eingeht an diesem Abend. Es ist nicht so, dass ich es auswendig lerne und wie ein Äffchen runterratter, sondern dass ich wirklich den Anspruch habe, wer sitzt da, was für eine Geschichte hast du und nimm teil. An dem, weil das ist ja schon ein harter Tobak für einige, ja, die es nicht gewohnt sind, dann auch so kritisiert zu werden. Gillette Eiche sagt ja, was sie denkt, und zwar volle Kanne. Also da wird nicht diplomatisch verhandelt. Da wird gesagt, ihr nennt uns Kanaken. Ja, toll. Dann nenne ich mich jetzt auch Kanake, dann kannst du mir nicht mehr wehtun. Also das sind ja alles sehr emotionale Dinge. Und deshalb finde ich, ist es dem wirklich, also mein Anspruch da hingehend, dass ich diese Emotion auch würdigen möchte, indem ich sie abrufe. Gibt es einen besonderen Ort, an dem Sie sich Ihre Sachen ausdenken? Schule ist immer toll. Schule und junge Menschen sind immer eine unglaubliche Inspirationsquelle, weil die einfach auf Sachen kommen, auf die du so nicht kommen würdest. Die Kreativität ist da einfach auf einem ganz hohen Level. Also es ist wirklich, also wenn ich mir sowas wie übertreib deine Rolle nicht, ist ja ein Traum. Ja? Also für jeden Sozialwissenschaftler, der sich mit Menschen und Rollen auseinandersetzt, wie kommt man auf sowas? Wahnsinn. Also das ist schon so ein Ort, wo ich sehr viel Inspiration kriege. Überraschend wird jetzt für viele sein, wenn wir mal schauen, wie der Kreativraum aussieht, den sich die Kollegen von Herrn Figge in der Agentur Jung von Matt mal rausgesucht haben. Da gibt es nämlich ein Wohnzimmer, ein Durchschnittswohnzimmer, so wie Sie sich vorstellen, der Durchschnittsdeutsche wohnt. Es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern es ist tatsächlich... Zeigen das gleich, also noch müssen wir nicht starten, einmal mal kurz erklären. Also es ist ehrlicherweise das häufigste Wohnzimmer, nicht das durchschnittliche, weil den Durchschnitt kann es ja so nicht geben. Aber was wir uns vor vielen Jahren mal überlegt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne einen physischen Raum schaffen, der tatsächlich das wiedergibt, wie zumindest sehr, sehr viele Menschen in Deutschland leben. Mhm. Und das sind dann, während wir das machen, können wir mal durchklicken. Das sind Bilder aus dem Jahr 2004, 2009 und 2016. 16, ja. Genau, Wohnzimmer 1020. Das wäre jetzt hier aus 2004. Das ist 2009. Da liegt dann jetzt auch das Notebook mal, aber der Fernseher steht da trotzdem noch. Also wir können das noch mal so ein bisschen laufen lassen im Hintergrund, um den Eindruck zu kriegen. Setzen Sie sich dann mit dem ganzen Team da rein und überlegen, wie kriege ich jetzt den Golf ans Volk oder was mache ich für die BVG oder für die Sparkasse? Also das ist natürlich gewissermaßen schon eine Laborsituation, der ist man sich auch bewusst. Das Interessante ist, wenn man reingeht in diesen Raum, kommt einem erstmal dieses Zimmer fremd vor. Wenn Sie dann nach 2 Stunden dieses Zimmer verlassen, kommt Ihnen die Agentur fremd vor. Also insofern, es wirkt dann doch immer noch. Und das Spannende daran ist vor allen Dingen aber, wenn man das mit Kunden macht. Weil wir natürlich auch viele Entscheider haben, die so weit weg sind, die zwar für Marken arbeiten, die tatsächlich Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, die aber hart gesagt gar nicht mehr wissen, für wen das eigentlich produziert wird. Und dann dort zu sitzen, das ist schon heilsam, das schafft auch Nähe. Und auch nochmal wirklich wieder zu sagen, die Menschen, für die wir jetzt diesen TV-Spot machen oder die Webseite, die abgesurft wird, die werden die Menschen in einem sehr, sehr ähnlichen Raum
tatsächlich erleben. Mhm. Und das ist schon interessant und spannend und wir aktualisieren den Raum auch alle 3 Jahre grundsätzlich, zwischendurch immer in kleinen Schritten. Und dann sehen Sie zum Beispiel plötzlich auch gesellschaftliche Entwicklung. Bei jedem Sportgroßereignis wird der Fernseher größer und größer und größer. Ne? Und das können Sie auch in Zahlen ablesen. Dann wird werden, das ist ein Anlass, um tatsächlich sich den größeren Fernseher zu leisten. Dann gibt es auch so Dinge, zum Beispiel so ganz typisch, also bei uns ist es ja Familie Müller, geburtenstarker Jahrgang aus den 60ern, das sind die Eltern. Und bei der Heirat dürfte also der Mann, Thomas, dürfte dann tatsächlich einige wenige Dinge aus seinem Junggesellenhaushalt mitnehmen. Ja, die Damen sagen schon direkt, ja, mitnehmen, so ist es. Und es ist ganz erstaunlich, also in aller Regel, die Frauen bestimmen dann eben doch, wie das gemeinschaftliche Heim aussieht. Und er hat dann da noch so einen armseligen alten Formel-1-Wagen stehen, den dürfte er da hinstellen. Und so gibt es viele Dinge und wenn man in diesem Raum sitzt, kann man die diskutieren. Und selbst bei Menschen, die dann Entscheider sind und sehr viel Geld verdienen, die sitzen da und die suchen und die scannen alle den Raum ab und die suchen nach, was hatte ich auch früher mal. Und eine ganze Weile war es bei den Männern, bei den männlichen Entscheidern, tatsächlich der CD-Turm. Alle hatten irgendwie noch so einen CD-Turm, in dem alles drin war. Und das schafft Gesprächsanlässe. Sie können gut diskutieren, so etwas. Deswegen ist uns der Raum als physischer Raum bei aller Digitalität auch immer noch wichtig. Sie haben eine große Kampagne für die Berliner Verkehrsgesellschaft. Waren die auch da im Raum mit Ihnen und haben überlegt? Oder wie? Wir haben also noch mehrere Wohnzimmer, nicht nur in Hamburg. Aber nein, die Kollegen von der BVG waren nicht in Hamburg. Erzählen Sie uns ein bisschen was über die Kampagne. Wir haben gleich einen Film vorbereitet, den wir aber erstmal noch nicht zeigen, sondern erzählen Sie uns ein bisschen erstmal was über die Kampagne. Also Berliner Verkehrsbetriebe ist klar, also in Deutschlands Hauptstadt, in einer der großen Metropolen, ist öffentlicher Nahverkehr ein dringendes, ein wichtiges Thema, ein lästiges Thema und auch ein Thema, in dem auch immer wieder viel Ärgernis entsteht. Unsaubere Wagen, unpünktliche Züge, also Dinge, die schon auch Reibung schaffen. Und für diejenigen, die das ändern sollen, auch gar nicht so einfach, weil so schnell kommt man nicht zu neuen Zügen. So schnell hat man das nicht alles geändert. Und was wir dann gemacht haben, wir haben uns mal diesem Thema zugewandt, wie könnte man denn auf eine ungewöhnliche Art und Weise doch etwas Sympathie erzeugen und Verständnis erzeugen? Wie könnte man mit dieser Situation umgehen? Und als modernes Medium, nicht TV, weil Berlin hat natürlich keine eigenen TV-Reichweite in dem Sinne, haben wir uns dann Bewegtbildformate ausgedacht, wie das bei uns heißt, die in sozialen Netzen, also die als Video laufen und die, wenn sie gut funktionieren als Inhalt, vor allen Dingen auch geteilt werden und weitergegeben werden. Das ist dann so das Kriterium. Also wird etwas nur geliked oder auch gehatet oder wird es tatsächlich eben weitergegeben, neudeutsch geshared. Und die sozusagen die Mitarbeiter der BVG bekommen durch die Rollen in den Medien, werden die quasi die stillen Helden werden, die Stars im Internet. In diesem einen Fall von dem Video, das wir uns gleich ansehen, ist das. Ja, wer ist da, wen sehen wir da gleich? Wer tritt da auf? Da sehen wir tatsächlich verschiedene Mitarbeiter, über die Sie sich, soweit Sie vielleicht in Berlin leben oder mal in Berlin lebten, häufig ärgern. Und es werden Situationen dargestellt, wo Sie dann zum ersten Mal den wahren Verursacher tatsächlich, also auch live bei seiner Tat erleben können. Okay, schauen wir uns den Film mal an. Ich mache hier eine kleine Kunstpause, weil wir das hinterher im Zusammenschnitt nicht zeigen dürfen. Deshalb brauchen wir jetzt die Stelle, um das gleich rausschneiden zu können. Also eines dieser Videos, das Sie produziert haben für die BVG, heißt Ist mir egal, das ist ein Lied, wo Kasim Akboga es selbst singt. Der spielt den Kontrolleur, geht durch die U-Bahn da in dem Fall oder den Bus und erzählt, eigentlich, was sagt er, wo kommen die Geschichten her, die Sie da zeigen? Sind das Beschwerden, Kundenbeschwerden? Ja, das sind eben so typische Situationen, über die man sich ja als Fahrgast dann auch aufregt. Und es spielt mit der Ironie, es ist natürlich der BVG nicht egal. Es ist ja am Ende nicht egal, ob Züge pünktlich kommen, ob die Bahn sauber ist. Aber sie muss mit den ständigen Reklamationen und Beschwerden umgehen. Und so etwas würde, glaube ich, auch in München nicht funktionieren. Es würde in vielen anderen Städten nicht funktionieren. Es funktioniert in einer Stadt, in einer doch dann deutlich multikulturelleren Stadt wie Berlin, die sich wie viele andere Großstädte, New York oder ähnliche, auch ein Stück weit arrangieren mit der Situation, dass Dinge eben nicht so funktionieren. Und am Ende ist es dann doch die BVG der Berliner. Es ist
es ist ihre Bahn. Sie haben auch Kundenbeschwerden singen lassen. Wir haben auch Kundenbeschwerden singen lassen. Also die BV, also zwar nicht die Kunden, sondern Sänger, die die Kundenbeschwerden sozusagen inszeniert haben, exakt, in einem Video. Exakt. So, und es ist schon ein Stück weit auch dann der liebevolle Umgang der Berliner mit ihrer BVG, die sie hassen und lieben gleichzeitig, die sie jeden Tag wieder zum Beruf bringt oder in die Schule bringt. Und das haben wir genutzt und haben daraus eben eine Serie gemacht von ganz unterschiedlichen Videos, die immer wieder damit spielen. Solche Videos sind jeweils ein viraler Hit geworden. Das eine, was wir erwähnt haben, 12,5 Millionen Mal abgerufen. Das andere mit den davon können unsere Kunden ein Lied singen, hieß es, glaube ich, auch über 3,5 Millionen Mal. Also das ist ein großer Erfolg im Internet. Welche Rolle spielt das Netz, spielen auch soziale Netzwerke inzwischen für Sie in der Werbung? Also die spielen eine immer wichtigere Rolle. Und wenn wir gefragt werden, ob es Facebook oder andere Plattformen noch geben wird, dann sage ich immer, die Frage ist eigentlich irrelevant. Die Kommunikationsform wird es weitergeben. Also Menschen interessieren sich für nichts anderes mehr als für Menschen, außer für Menschen im Wettbewerb, kann man sagen. Menschen haben schon immer gerne getratscht, gelästert, übereinander geredet. Und jetzt haben wir im Guten wie im Schlechten, und wir sehen natürlich auch durchaus die negativen Auswirkungen davon, wir haben die Möglichkeit, das in kurzer Zeit mit Millionen von Menschen zu tun. Und insofern ist es immer so ein bisschen, wenn die Energie eines solchen Videos reicht, wenn die Begeisterung groß genug ist, wenn der Anfangszünder funktioniert hat, dann kann sich so etwas eben in kurzer Zeit und massenhaft verbreiten. Und insofern spielt es schon für uns inzwischen eine wichtige Rolle. Wir nennen das immer so ein bisschen auch kreative Leuchttürme oder kreative Ausfallschritte, weil gewisse Dinge, die wir in TV nicht tun könnten, die können wir natürlich in dieser Form tun. Man muss aber auch ganz deutlich sagen, wenn es jetzt, das ist ein bisschen technisch, wenn es jetzt darum geht, ganz Deutschland zu erreichen, ist TV immer noch ungeschlagen. Aber im Internet passiert ganz, ganz viel. Auch manchmal sieht man solche Spots ja auch im Kino. Ich erinnere und machen wir noch mal ein bisschen Schleichwerbung hier an der Stelle. Super geil, der Auftritt des Künstlers Friedrich Lichtenstein, der zwischen den Edeka-Regalen tanzt. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen. Oder was Sie für die BVG jetzt auch gemacht haben, ein Hit der Gruppe Münchner Freiheit aus den 80ern. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Das hat auch jeder wahrscheinlich irgendwann mal gehört, wo Sie dann draus gemacht haben. Wie war das? Ohne uns kommt ihr heute Nacht nicht heim oder so. Genau. Solche Sachen laufen und sind ganz, ganz wichtig, eben vor allen Dingen durch die digitale Kommunikation. Und Sie haben mal gesagt, da werden die Kommunikationsmöglichkeiten, die werden rasant mehr, aber gleichzeitig ist das für uns so, als wäre der Handwerkskasten explodiert. Ja, das ist so ein Zitat, was ich immer wieder gerne verwende, insbesondere wenn wir auch mit, ich sag mal, Nicht-Werbern darüber diskutieren, dass diese Welt angeblich so kompliziert geworden ist. Das ist sie natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Sie hat aber auch wahnsinnig viele Möglichkeiten dazu bekommen. Und wenn wir darüber reden, dann sage ich auch immer, naja, wenn jetzt bei Ihnen zu Hause in der Wohnung oder im Haus die Heizung kaputt ist, dann kommt ja auch nicht mehr der Sanitär, schlägt einmal mit dem Schraubenschlüssel gegen den Brenner und sagt, geht wieder. Sondern der kommt, der bringt seinen Laptop mit, dann schließt er das an und dann sagt er, ich muss erstmal die Steuerungssoftware auslesen und danach sagt er, ich kann für Sie nichts tun, da muss ein anderer Spezialist kommen. Also das ist ja schon unsere Lebenssituation. Wir haben alle, damit es auf diesem kleinen Gerät, auf diesem Mobiltelefon so unglaublich intuitiv funktioniert, müssen ganz, ganz viele Leute mit ganz viel Expertenwissen ganz viel tun. Und insofern haben wir auch als Kommunikatoren, deswegen Werkzeugkasten ist explodiert, viel, viel mehr Möglichkeiten inzwischen, wie wir Menschen erreichen können. Ich sage, denken Sie mal drüber nach, wenn Sie Geburtstag haben, wer Ihnen auf welchem Wege Geburtstagsgrüße schickt. Also bei mir sind das inzwischen 8 Kanäle und früher habe ich mal vielleicht 10 Anrufe gekriegt zum Geburtstag oder 15. Jetzt bekomme ich 200 Glückwünsche. Ist das gut? Ist das schlecht? Kennen die mich eigentlich alle wirklich? Warum gratulieren die mir? Also wir haben eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung. Aber die Bedürfnisse, die menschlichen Bedürfnisse, und das ist für uns ganz wichtig, die sind fast ewiglich. Also, und deswegen auch, wenn wir in Kommunikation und Werbung darüber reden, wir wollen Menschen erreichen. Und wir wollen, dass unsere Kreativen ein Bauchgefühl haben, dass die nicht nur einfach in Marfo denken, dass die auch ein Gespür dafür haben, hatten wir vorhin auch, was ist der Resonanzboden? Welche Themen sind denn gerade tatsächlich auch aktuell und mit welchen Themen kann ich spielen? Das sind Themen, die uns beschäftigen. Und dann haben wir aber Möglichkeiten, früher hatten wir nur TV, Radio, eine Anzeige oder ein Plakat. Das waren 4 Möglichkeiten. Und beim Fernsehen waren es 2,5 Fernsehsender. Jetzt haben wir endlos viele Fernsehsender. Wir haben außerdem aber noch alle anderen Möglichkeiten, die Sie selber ja auch als Teil digitaler Kommunikation
kennen. Und insofern... Wie ist das für Sie, wobei, ich habe mal gesagt, Sie haben auch einen YouTube-Kanal, sind gleichzeitig auf der Bühne live zu erleben. Wo haben Sie das Gefühl, sind Sie dichter dran? Naja, es ist beides dicht dran und es ist beides eben sehr unterschiedlich. Ne? Tatsache gilt es ja, also Sie müssen sich vorstellen, das Netz ist für mich meine Reichweitensteigerung. Ne? Also da geht es um Reichweite. Reichweite bedeutet dann wieder Relevanz. Und Relevanz bedeutet dann wieder Aufträge. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Natürlich ist das ist also die Internetgeschichte auch ganz wichtig. Und vor allen Dingen bekommt man natürlich auch viel mit über die Leute, die dir zugucken. Ne? Also wahrscheinlich auch andere direktere Reaktionen, oder? Genau, direktere Reaktionen. Und das wiederum hat dann schon einen großen Einfluss auf meine Arbeit, ne? Oder darauf, auch, wo ich gebucht werde oder wo ich eingesetzt werde. Das ist, ja. Wenn Sie Kommentare kriegen, antworten Sie eigentlich? Manchmal, aber das mache ich ganz selten. Also das habe ich mir eigentlich abgewöhnt, weil es erstens mal wahnsinnig viele Kommentare sind und dann gibt es auch manchmal Kommentare, wo sie, was soll ich da jetzt noch antworten? Also ja, das ist, der hat sich schon alles beantwortet, der Mensch, da kann ich nichts mehr machen. Also es wäre auch wirklich viel zu zeitaufwendig, da jedem Kommentar hinterher zu. Aber was man dann so klassischerweise macht, ist dann eben, dass man sich bei seiner Fangemeinde bedankt oder dass man ihnen frohes Weihnachtsfest wünscht oder dass man das dann eben so in dieser Form kommuniziert. Netzwerke, Auftritte hat ja auch die Lindstraße. Welche Rolle spielt das inzwischen für die Serie? Das ist auch einfach ein großer Resonanzkörper und ja auch durchaus so, dass es nicht nur auf unserer Seite die Möglichkeiten vervielfältigt, irgendwas zu erzählen oder auf der Website irgendwie in Sendepausen oder in den Sommerlöchern oder so noch so Goodie-Clips oder sowas zu produzieren, die unheimlich viel Spaß machen, weil sie ausbrechen. Genauso ist es ja auf der Zuschauerseite eben auch eine Vielfalt. Möglichkeiten. Es ist nicht mehr verpflichtend, Sonntagabend vor dem Fernseher zu hängen, sondern man kann sich das auch andernorts und anderer Zeit irgendwie anschauen und teilen und streiten. Und wenn man dann so ein Forum-Austausch nachliest, da wird also heftigst debattiert und das finde ich dann erstmal schon richtig gut. Also gerne, wenn die Amplituden dann auch auseinandergehen, weil da merkt man dann irgendwie auch, da ist ein Nerv getroffen. So, was die Leute dann draus machen oder so, und wie sie damit umgehen, wie sie das in ihren Alltag tragen oder was sie hinterfragen, das liegt dann eben auch viel bei den Menschen. Wir können eben einfach immer nur wieder auch weiter liefern oder weiter animieren. Und wie wir dann in der Rückmeldung sozusagen auch damit umgehen, das ist genauso unterschiedlich. Ja? Also manche Resonanzen wirken sich sehr stark auf unsere Arbeit auf, so sie das denn noch können. Weil das ist ja dann auch zeitversetzt. Ne? Also ich bin neulich, habe ich irgendwo unterschrieben und habe schon mit 2019 unterschrieben, weil ich gerade Geschichten von Januar 2019 geschrieben habe und war also zeitlich ganz durcheinander. Das heißt, so unmittelbar geht es nicht. Mhm. Aber auch da sind wir dann mit sehr großen Emotionen konfrontiert und die sind direkter geworden. Gibt es eigentlich von der Lindenstraße Übersetzungen in andere Sprachen? Da bin ich überfragt. Also meines Wissens nicht. Bei Ihnen, Herr Fege, ist das ja ganz anders in der Werbe- und Marketingbranche. Sie sind ja auch ein international agierendes Unternehmen. Wie macht man das heute in einer globaler werdenden Welt, wenn man da Produkte bewerben will, wie jetzt seinerzeit bei Ihrer Arbeit in der Agentur vorher war es der Golf, den wir eben erwähnt hatten, aber ist der Hinweis, dass Sie oft so Kampagnen machen, auch einer, dass man es heute schwerer hat, Produkte für einen globalen Markt mit einer Kampagne zu bewerben oder hat man da auch heute viel mehr Möglichkeiten, das genauer zuzuschneiden auf dem Publikum? Ist ja beides irgendwie, oder? Es ist beides. Es kommt schon sehr stark auch ehrlicherweise aufs Produkt an. Rein globale Kampagnen sind viel seltener, als die meisten annehmen, weil man eben doch kulturelle Unterschiede auch noch berücksichtigen muss. Ich
arbeite heute jetzt nicht mehr viel für Konsumgüter, habe das früher aber mal getan. Und viele von Ihnen werden vielleicht Katzenwerbung kennen, für Sheba zum Beispiel, wo tatsächlich die Katzenbesitzerin in dem Fall, also auch ein schönes Klischee, der Katze irgendwie näher kommt, wenn sie das Essen serviert. Und allein die Frage, wie nah sie der Katze kommt, ist schon kulturell so unterschiedlich, was noch tatsächlich akzeptabel ist. Also während das in westlichen Ländern sehr nah ist, ist es in vielen anderen Ländern, also niemals würde man einem Tier tatsächlich auf diese Distanz näher kommen. Also es gibt schon noch eine Menge kulturelle Unterschiede. Also ist es kein Dilemma, dass Sie für einen globalen Markt auch zumindest denken müssen, weil Sie sagen, wir schneiden es eh dann nochmal zu? Es ist, ist ein bisschen wie so Doku-Spielen. Die Aufgabe wird noch anspruchsvoller. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Situation für einen Automobilhersteller, wo hier in Europa mit einem Klischee gespielt werden sollte. Tatsächlich ein junger Mann, der nicht in das Unternehmen seines Vaters einsteigen möchte und am Ende einmal das Auto Probe fährt, ein Mittelklasse-Auto, und danach zu seinem Vater sagt, okay, ich steige doch ein, aber nur, wenn ich auch so ein Auto bekomme. Das ist ein Klischee, das würde in China niemals funktionieren, weil nämlich sich der 25-Jährige das Auto erstens selber kauft, weil er so erfolgreich ist, und zweitens ist diese Gesellschaft überhaupt nicht darauf ausgerichtet, mit so einem, mit einer Generation, die den Eltern gar nicht nachfolgen möchte, die keinen wirtschaftlichen Erfolg haben möchte. Da ist wirtschaftlicher Erfolg und Aufstieg ein so zentrales Thema. Dieser Spot wird überhaupt nicht verstanden. Also Chinesen würden sich das anschauen und würden irgendwie denken, wovon reden die und was ist das überhaupt? Also da gibt es schon eine ganze Menge Dinge, wo man dann sagen kann, geht leider nicht, weil. Okay. Und da muss man nochmal ran, da muss man nochmal wieder von vorne ran. So ein schönes Missverständnis war ja auch, das war nicht Ihre Kampagne, aber es hat auch zumindest in Ihrer Branche Geschichte geschrieben, der Auftritt seinerzeit zu EM 08 mit dem Italiener Toni, der Figur. Mhm. Die, können Sie es noch erzählen, wissen Sie? Nee, da kann ich tatsächlich, das hat mich nicht so, also da würde ich jetzt auch Kaffeesatz lesen, würde ich mich lieber nicht so äußern, okay, bevor ich irgendeinen Kollegen... Dann diplomatischen Ärger gab, weil die Figur, die in Deutschland irgendwie witzig war, und dann sagte diese Figur dann, ja, also ne, die Italiener kaufen die Schiedsrichter, das fanden die in Italien nicht witzig, und der Spot wurde dann abgesetzt. Also nur ein krasses Beispiel für etwas, was nicht in allen Kulturen, in allen Ländern gleich gelesen wird. Was ich mich noch gefragt habe, wir haben ja am Markt auch eine andere Veränderung, nicht nur, dass es immer globaler wird, sondern auch, dass immer mehr Produkte und Angebote zugeschnitten sind, individuell auf die Konsumenten. Also wo eine schiere, eine unendliche Vielfalt eigentlich möglich ist. Wie reagieren Sie denn als Agentur auf sowas? Da kann man doch eigentlich nur noch Imagewerbung fürs Unternehmen gesamt machen. Ja, also das ist tatsächlich ein ganz stark erkennbarer Trend. Es ist nicht mehr möglich, für jedes einzelne Produkt, was neu herauskommt, Kommunikation zu machen. Also das können sich die Unternehmen erstens nicht leisten. Zweitens würden wir alle gemeinsam das als Zuschauer, Zuhörer auch gar nicht mehr wahrnehmen. Also natürlich ist das ein ganz großes Dilemma. Was sind in nicht kommerzieller oder kommerzieller Kommunikation noch Orientierungspunkte? Und da wird das Thema Marke in der Tat wieder wichtiger, weil ich mich tatsächlich an einer Marke ausrichte und nicht mehr unbedingt an dem einzelnen Produkt oder der einzelnen Produktmarke. Mhm. Also insofern ist auch immer unsere Aussage, auch wenn die Welt immer digitaler wird, Marken verlieren nicht an Bedeutung, sondern Marken gewinnen an Bedeutung, weil Marken am Ende Orientierungspunkte sind. Und jeder Mensch von uns ist auf seine Art ja auch eine Marke. Marke heißt ja nichts anderes als erkennbar sein, prägnant sein und vor allen Dingen auch einen emotionalen Unterschied machen. Und sehr schnell eben zu sagen, das liebe ich, das hasse ich. Und das kann ich mit Personen, das kann ich mit Unternehmen und das kann ich auch mit Produkten. Und das ist ein Teil unseres Jobs, tatsächlich dafür zu sorgen, dass Marken bekannter und hoffentlich auch beliebter werden. Wie wichtig sind denn Figuren dafür, die das transportieren können? Also Figur, wir hatten ja vorhin schon mal über die Chance gesprochen, mit Comedians zu arbeiten. Figuren selber sind zunehmend gefährlich, weil Figuren natürlich ein Eigenleben haben können, Figuren auch Dinge tun, die sie vielleicht nicht tun sollten. Also ich glaube, jeder von uns ist schnell und kann sich erinnern, schnell dabei, sich zu erinnern, welcher Prominente, der sehr geliebt wurde, plötzlich auch fällt, weil er irgendetwas getan hat, was gesellschaftlich absolut nicht akzeptabel ist. Und insofern sich als Marke tatsächlich an eine Person, einen Schauspieler oder auch eine fiktive Person zu klammern, kann gefährlich werden, weil es überlagert die Aussage der Marke selbst und bietet Risiken, weil ich dann irgendwann so eng verbunden bin mit ihm oder ihr, dass ich auch mit ihm aufstehe, aber auch mit ihm oder ihr untergehe.
Können Sie sich noch erinnern an Clementine? Immerhin. Und an Herrn Kaiser? Absolut. Die sind aber, die haben ihre Auftritte gehabt, die Zeit ist vorbei. Oder kann man sich vorstellen, dass solche Figuren als, sag ich mal, Clementine 4.0 oder Herr Kaiser 4.0 wieder auftreten? Also ich glaube, dass natürlich diese Figuren als solches nicht mehr funktionieren würden in der Einfachheit, weil natürlich Herr Kaiser auch ein Klischee bedient, wo ja jetzt nichts gebrochen wird, sondern Herr Kaiser ist die fleischgewordene tatsächlich Bestätigung von etwas. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, Sie trauen Politiker, oder wir trauen, nehme ich mich gerne mit ein, wir trauen Politikern nicht mehr. Wir sagen, dass alle Banken irgendwie uns ruiniert haben im Finanzsystem. Versicherungen sind sowieso alles Betrüger, die uns sowas umhängen wollen, was wir nicht brauchen. Und eigentlich können wir auch nicht mehr einkaufen gehen, weil es dort nur Produkte gibt, die nicht unter guten Umständen hergestellt wurden. Wir haben also insgesamt durchaus eine Glaubwürdigkeitsthematik und die kann Herr Kaiser auch nicht mehr lösen. Das wäre ein zweiter Grund, warum ich jetzt nicht auf solche Testimonials setzen würde. Und ich würde aus den eben genannten Gründen ohnehin immer zur Vorsicht raten, mich als Firma oder als Marke so eng an eine einzelne Person zu binden. Sei sie ausgedacht oder sei es eine reale Person. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass die Arbeit mit solchen Stereotypen, Figuren und auch Klischees eigentlich heute nur funktioniert mit postmoderner Ironie. Also ich habe ja eben schon ein bisschen über das Thema Brechung gesprochen. Mhm. Also erstens mal, ich glaube, wir sind alle inzwischen deutlich erfahrener geworden, was den Umgang mit Medien und auch mit Werbung angeht. Also wir sind nicht unbedingt aufgeklärte Konsumenten im Sinne, dass wir ganz rational sind und ganz bewusste Entscheidungen treffen. Das kann, glaube ich, auch jeder für sich feststellen. Aber wir sind uns viel bewusster tatsächlich, was uns denn da gezeigt wird. Und deswegen, wenn keine Portion Selbstironie dabei ist, wenn das Ganze wirklich also zu sehr in die glückliche Mutter, der vertrauensvolle Berater geht, das glaubt kein Mensch mehr. Hm. Ironie, spielt das in der Lindenstraße auch eine Rolle, Frau Müller? Ja, unbedingt. Also zumindest aus unserer Autorenwarte. Und es ist natürlich so eine Sache, dass wir den Figuren, die lange im Ensemble sind, auch wiederum ihre Charakterzüge und ihre Stereotypen schuldig sind. Und aber wir haben ja auch nicht nur die. Und wenn wir dann ausbrechen und mal eine Gastrolle haben oder sowas, dann dürfen die auch, also dann dürfen wir da auch mal mit dieser Ironie und mit dieser Lust am Spiel brechen. Viel deutlicher, als dass wir das jetzt irgendwie Mutter oder Hans Beimer antun könnten. Da sind wir einer viel größeren Ernsthaftigkeit sozusagen verpflichtet. Umso wohltuender ist es dann, so jemanden zu haben. Also wir hatten ja jetzt gestern diese Folge, die lief, die niemand gesehen hat. Ich hab's. Da war die Dame vom Gesundheitsamt und die war auch so eine etwas überzeichnete Figur, die aber wiederum dann auch die Resonanzen hatte, dass sich Leute wahnsinnig wohltuend wiedergefunden haben, weil diese Figur alles gesagt und getan hat, was die Leute machen, mit denen ich beim Gesundheitsamt zu tun habe. Also da fühlte sich offenbar jemand sehr verstanden, abgeholt und wir hatten einen großen Identifikationsgrad erreicht. Und so gelingt es eben dann auch mit von uns etwas ironisierten oder überzeichneten Figuren, da einfach mal eine andere Dynamik reinzubringen in das, was wir alltäglich haben, sozusagen. Es gibt ja viele sehr erfolgreiche Serien. Inzwischen gibt es übrigens auch einen eigenen Studiengang für das Schreiben von Serien. Da tut sich gerade sehr, sehr viel auf dem Markt. Und es gibt auch ein ganz interessantes, noch relativ neues Buch, das unter anderem Svenja Taubner mitgeschrieben hat. Sie ist Psychoanalytikerin und Direktorin des Instituts für psychosoziale Prävention in Heidelberg. Sie hat das mit einem Kollegen geschrieben, der ein Professor für Tiefenpsychologie in Berlin ist. Und da geht es dann um, warum gerade solche Serien so faszinierend sind.
weil sie eben über längere Zeit erzählen können, also eigentlich wie ein Roman Geschichten erzählen können, nicht die, wie früher die Serien, die, an die sie sich vielleicht früher noch erinnern, was es zu Anfängen des Fernsehens gab, Bonanza und Lassie und ähnliche Geschichten, das waren kurze Serien, immer die, kurze Folgen, die in sich abgeschlossen waren, und heute ist es vielmehr so, dass die Erzählstränge sich mischen, dass es immer einen Cliffhanger am Ende gibt, dass die Geschichten weitergehen und ganz vielschichtig, und auch die Personen in den Serien mit uns älter werden. Also ganze Generationen man durchleben kann, bei der Lindenstraße inzwischen über 30 Jahre. Und dass man da einfach die Möglichkeit hat, nah dran zu sein, auch Probe zu handeln, indem man mitkriegt, wie setzen die sich mit kontroversen Themen auseinander, wie gehen die um mit Vorurteilen, was gibt es da für Konflikte. Also man kann es in gut gemachten Serien erleben, und die Serien spiegeln uns etwas, sie geben uns etwas zurück aus unserer aktuellen Lebensrealität. Dieses Probehandeln, spielt das für Sie auch bewusst eine Rolle, oder ist das nur jetzt etwas, was sozusagen die Wissenschaft in der Beobachtung feststellt, wenn sie Serien analysiert? Inwiefern bewusst beim Entwickeln, ja, beim Entwickeln der Geschichten. Dass Sie sagen, also ich möchte das jetzt mal durchspielen, es gibt die und die Möglichkeiten, zum Beispiel zu reagieren auf jemanden, der sein Geschlecht umwandeln möchte. Wie gehe ich als Familie damit um, als Freunde, dass Sie sich alle Reaktionsmuster dahinlegen und dann sagen, so, wir spielen das mal durch, oder? Auf jeden Fall, genau so passiert es ja, dadurch, dass wir auch die Straße haben, sind die Figuren unweigerlich in familiärer Anbindung, aber eben auch in dieser nachbarschaftlichen Anbindung, in beruflicher Anbindung. Und so haben wir die Möglichkeit, Reaktionen entsprechend durchzuspielen oder eben auch anzulegen oder auch ganz bewusst uns Tabus zu greifen, wo normalerweise eben nicht drüber gesprochen wird. Und dann mal zu sagen, ja, aber dieses Schicksal hat jetzt hier eben diese eine Figur. Also ich glaube, niemand trägt das gerne nach außen, wenn er wahnsinnig die Penny zählen muss. Und wir haben eine lange Zeit Anna und Hans dabei zugesehen, wie sie genau das tun mussten und was das für Auswirkungen hat, was das für Sachen mit den Kindern macht, die dann wiederum auf andere Kinder treffen und sowas. Das ist Probehandeln für uns Autoren vielleicht im Sinne von etwas durchspielen, aber es ist natürlich auch ein Probeschauen. Also es wäre auch noch das Anliegen, dass Zuschauer, Zuschauerinnen feststellen, so, aha, das ist irgendwie der eine Stein, der ins Rollen kommt, und dann kann dies und jenes daraus entstehen. Also das ist auf jeden Fall eine große Chance, die diese Bombenverdachtsgeschichte, die ich vorhin erzählte, die bricht ja da nicht ab, sondern wir begleiten den Jungen weiter. Aber das hat ihn geprägt, dieses Erlebnis, unter Verdacht zu sein, auf der Wache blöd behandelt zu werden. Und so rutscht er in einen Kontakt rein, der überhaupt nicht gut ist für ihn. Und diese Atmosphäre der Angst, weil andere spüren, oh, ist das der IS, mit dem er da jetzt kontaktiert? Diese Stimmung, das Fass, was da brodelt, das haben wir auch in die Lindenstraße geholt. Und das hat ein ganz dramatisches Ende genommen. Also nicht für ihn, sondern für seinen Kompagnon. Und wir haben ja auch glücklicherweise eine Polizistin im Ensemble. Und die hat aufgrund dieser Atmosphäre, wir hatten vor 2 Wochen hier einen Bombenanschlag, das ist wahrscheinlich doch virulenter, als wir dachten, trifft sie eine sehr, sehr große Entscheidung und drückt ab. Also viele Beispiele aus der Gesellschaft. Ich würde von Ihnen jetzt gleich gerne wissen, bevor ich aber vorher noch
so vorbei, da kommen, nur dass sie sich schon mal innerlich darauf einstellen können. Zumindest an diejenigen, die die Lindenstraße kennen, was denn so ihre Erfahrungen damit sind, was für Geschichten sie besonders angesprochen haben oder wo sie denken, das wäre vielleicht eigentlich mal eine Geschichte, die da reingehört, gerade für so eine Dauerserie im Fernsehen. Oder auch an Herrn Figge die Frage, wir haben jetzt verschiedene Kampagnen angesprochen. Könnten Sie sich vorstellen, so was wäre aus Ihrer Sicht etwas, was dringend mal eine Kampagne bräuchte? Können wir gleich ein paar Wortmeldungen dazu sammeln. Nun aber erstmal kurz zu Ihnen, Frau Beider. Das Besondere an diesen neuen TV-Serien ist ja, Beispiel Lindenstraße, dass die Figuren altern. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist ja die Figur der Gillette Eiche eine gefühlt 18-Jährige, die sich der Integration verweigert. Das machen Sie jetzt schon seit ein paar Jahren. Haben Sie vor, diese Figur irgendwann mal zu verändern? Ja, ich denke, das wird ganz automatisch passieren, denn ich werde ja nicht wahrscheinlich rein äußerlich mich auch verändern und das wird dann auch einen anderen Charakter der Figur geben. Vielleicht werde ich diese Figur ja auch gar nicht mehr lange spielen. Also das ist ja die Frage. Mhm. Sie ist ja eben auch sehr Zeitgeist, aber ich begreife mich ja als Künstlerin und nicht unbedingt als nur Comedian oder so, sondern ich habe da sehr, sehr viele Ideen in ganz verschiedene Richtungen, wie ich dieses Thema weiter transparent machen kann für andere. Das heißt, also jetzt noch die Chance ergreifen, man weiß nie, ob Gillette morgen weg ist. Ich sage es ganz ehrlich, ja. Und wir können es an der Stelle noch verraten, wir haben es jetzt bewusst rausgelassen, um es nicht noch komplexer zu machen. Es gibt ja noch ein Pendant zu... Genau, das ist die Gerda Grischke. Und Gerda Grischke sozusagen, Sie müssen sich vorstellen, die Idee oder die Geschichte ist, die Gerda Grischke hat einen Sohn, Matthias. Und der hat sich verliebt in die Schwester von Gillette Eiche. Weder die Gerda noch die Gillette sind einverstanden mit dieser Verbindung. Und das ist natürlich sehr interessant, weil die Gerda ist dann schon eher AfD-Gerda und versteht auch alle nicht, was die hier alle wollen, die Molukken. Und das ist also sehr spannend, dass dann auch diese Dynamik und auch diese, da ist so viel Spannung drin in diesen Positionen. Dabei sind sie auch irgendwie gleich. Das ist ja das Interessante. Also sind ja nicht wirklich unterschiedlich. Mhm. Also zumindest nicht in ihrer Verweigerung. Mhm. Ja. Ja, ich habe Fragen schon mal ins Publikum gegeben. Vielleicht möchte sich der eine oder andere beteiligen. Wir haben hier zwei Mikrofone. Also es sind jetzt nur Vorschläge. Sie können auch vorschlagen, wo Sie unbedingt Frau Beider gerne mal auftreten lassen wollen. Wenn Sie sich melden, stellen Sie sich kurz vor mit Namen. Ja, guten Abend. Ich bin Béranger Boutel von SLDP. Ich fand diesen künstlerischen Beitrag sehr interessant. Ich möchte Ergänzungen hinzufügen. Also ich glaube, als Künstlerin und Künstler können Sie sich leisten, natürlich gegen Rassismus, gegen Rechtsradikalismus mit der Macht der Humor oder mit der Macht der Ironie. Ich glaube, dass im Künstlertum und diese Ironisierungstendenz sind wahrscheinlich auch eine gewissenhafte friedliche Waffe gegen Intoleranz. Ich bin in der Politik sehr aktiv, also ich bin sozialliberal und ich interessiere mich für die Integrationspolitik von Menschen mit Migrationshintergrund. Allerdings, wenn Sie mit diesen Leuten sprechen, die tatsächlich Opfer von Diskriminierungen sind oder Opfer von rassistischer Vorgehensweise sind, es ist ja leider so, dass am meisten die Menschen, die Opfer von solcher Diskriminierung nicht darüber lachen können. Deswegen also für uns in der Politik, also es ist ja nicht so einfach, so immer also diese Ironie oder die Macht der Ironie auch so für uns auch in Anwendung zu bringen. Weil die Bekämpfung von Rassismus und von Rechtsradikalismus ist eine ernsthafte Thematik. Ja. Und ich denke also, das ist noch viel, da muss man die Menschen, die da Opfer sind, auch ernst nehmen. Das ist ja wichtig. Und ich möchte jetzt sozusagen also noch eine Bemerkung zu einer französischen Soziologin also tun Sie uns und dem Publikum doch bitte einen Gefallen und beschränken Sie ein bisschen auf Fragen, also weil wir haben ja gleich noch Gelegenheit, auch miteinander zu diskutieren. Ich verkürze alles. Ja. Pierre Bourdieu also ist ein guter Soziologe aus Frankreich und der nämlich ein Buch geschrieben hat gegen die männliche Dominanz und hat nämlich gesagt, das Problem ist bei der Enthüllung Mechanismen der Diskriminierung oder Vorurteile,
manchmal werden die Diskriminierung noch mehr verstärkt. Das heißt, man muss sich auch natürlich bewusst sein, wenn man diese Mechanismen sozusagen auch denunziert, also dass man dementsprechend in der Politik also die erforderlichen Mittel einsetzt, effizient also gegen Rassismus und gegen Rechtsradikalismus zu kämpfen. Okay, ich danke Ihnen. Wir haben das ja angesprochen, auch, das war ja auch meine Frage, ja. Verstärkt man das damit? Vielleicht mögen Sie, weil Sie direkt angesprochen worden sind, auch ganz wissen Sie, was Rassismus verstärkt? Sich darum insofern nicht zu kümmern, als dass man wirklich Schritte unternimmt. Das kann die Politik tun, und zwar auf institutioneller Ebene. Das kann kein Künstler tun. Der Künstler kann die Mechanismen in der Emotionalität zeigen. Das ist nicht die Aufgabe eines Politikers. Die Aufgabe eines Politikers ist mehr oder weniger Gesetze und Umstände zu erschaffen, die Rassismus unmöglich machen. Aber das haben wir nicht. Und ich finde, da sollten sich die Politiker auch nicht auf die Verstärkung von Klischees konzentrieren, sondern lieber darauf konzentrieren, wie wir damit wirklich auf unserer, ja, sage ich mal, juristischen Ebene, auf Institutionen, in denen wir uns bewegen, wie wir das irgendwie da handeln. Denn wenn ich mir vorstelle, dass Kanake immer noch kein Schimpfwort ist bei der Polizei und nicht angezeigt werden kann, finde ich, ist da bei Politik noch viel zu tun. Also das kann ich nicht tun. Ja, das kann ich nur ansprechen. Und das sind einfach so ganz einfache Dinge, wo wir Künstler uns auch manchmal fragen, stellen die sich jetzt doof? Oder das ist einfach so. Das ist Tatsache, weil mir der Einblick fehlt, was die Politik in der Lage ist zu leisten, was dieses Thema betrifft. Ja. Ja, Wortmeldung aus dem Publikum, bitte nicht ganz so lange, dann kriegen wir mehr jetzt hier auch unter. Wir haben gleich die Gelegenheit, ja miteinander alle noch zu reden und zu diskutieren und wünschen uns das auch, dass Sie das tun. Das ist ja gute Tradition hier auch. Ja, guten Abend, Jens Schneider. Ich habe eine Frage an Sie drei, und zwar inwieweit Sie einen Bildungsauftrag fühlen. Nehmen wir mal an, wenn alles in Ordnung ist, muss man den nicht fühlen, aber vielleicht, wenn es nicht mehr ganz so in Ordnung ist, also an welcher Stelle fühlt sich auch der Werber verpflichtet, für Demokratie zu werben zum Beispiel, oder als, es gibt ja auch diese Subtext-Messages oder Lindenstraße, ja dann im Grunde sowieso. Also wann ist der Punkt erreicht, an dem ich das Gefühl habe, mit einem Massenmedium zu so etwas wie politischer Bildung beitragen zu müssen oder zu wollen? Also nicht zu politischer Bildung, aber in der Tat hat unsere Agentur, die jetzt 27 Jahre alt ist, das ist jetzt für einen Reeder so, als wäre man 300 Jahre alt ungefähr, wir haben nach 27 Jahren tatsächlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum allerersten Mal die Entscheidung getroffen, in Deutschland für eine tatsächlich demokratische Volkspartei, die CDU, Werbung zu machen. Das war für uns eine sehr, sehr kontroverse Diskussion innerhalb der Agentur, weil das bis zu diesem Datum eine absolute Entscheidung war, wir machen keine Politik. Und es gibt auch ein paar andere Branchen, für die wir nicht werben. Und das haben wir tatsächlich durchbrochen nach einer kontroversen Diskussion, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, es hat eine Partei, es war die CDU, bei uns angefragt. Und nachdem die Ränder besonders stark wurden, das war auch in einem sehr sensiblen Moment, haben wir gesagt, es ist notwendig und richtig, tatsächlich für jetzt eine dieser Parteien tatsächlich auch Werbung zu machen. Haben wir ansonsten mit den Dingen, die wir jetzt kommerziell tun, also für ein Auto oder für ein Lebensmittel einzuhalten, einen Bildungsauftrag? Nein. Also das, glaube ich, das ist einfach kommerziell, und es geht darum, tatsächlich für diese Marken etwas zu tun. Greifen wir trotzdem gesellschaftspolitische Themen auf? Ja, insbesondere wenn es um Volksmarken geht. Ja. Frau Müller. Also wir haben auf jeden Fall, die Lindenstraße hat auf jeden Fall eine Mission, und wer auch immer da mal war oder dahin geht, spürt auch noch den Geist. Der Herr Geißendörfer hat das als großes Projekt aus der Wiege gehoben und wollte auf jeden Fall etwas bewegen, und diesem Geist oder dieser Mission folgen wir auch immer noch. Wir versuchen, wie anfangs auch beschrieben, zu gucken, wo nehmen wir Sachen wahr, was sind für uns wichtige Themen, oder eben auch mal ganz bewusst zu gucken, was haben wir vielleicht auch ignoriert. Also welches Tabu haben wir selbst als Tabu in irgendeiner Schublade liegen, wo wir denken, so echt, ist ja jetzt harter Tobak, und dann genau holen wir das raus.
Ja, also man hat mir mal gesagt, wenn du nicht so viel politisch machen würdest, dann wärst du erfolgreicher. Also das ist, ist ja nicht immer ein Vorteil unbedingt, aber ich kann für mich nur sagen, dass ich finde, dass diese Figur, mir ist das schon klar, mit was für einer, also ja, was für eine Verantwortung das auch ist, anderen auch gegenüber, und versuche eben trotzdem nicht unbedingt so das, den Bildungsauftrag so in diesem Sinne als Konzept zu gestalten, sondern eigentlich wirklich zu sehen, dass wir uns gerne über Dinge generell im Klaren sind und informieren oder darüber nachdenken. Und wenn das dann Bildung schaffen ist, dann wäre ich bei Bildungsauftrag wahrscheinlich dabei, aber nicht wirklich so bewusst. Ja, weitere Wortmeldung aus dem Publikum hier vorne. Ja, ich bin Heidrun Rehm. Ich hätte noch gerne eine Frage im Anschluss an das, was Sie gesagt haben, Herr Frigge, über die CDU-Werbung. Wie ist das, wenn man geworben hat für eine politische Partei? Ist man dann für die anderen politischen Parteien verbrannt? Oder können Sie auch für Audi und für Mercedes und für BMW Werbung machen? Oder ist man dann irgendwie, ja, gebrandmarkt oder so? Also grundsätzlich habe ich eine persönliche Haltung zu dem Thema. Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, und solange Produkte oder auch Parteien legal verkauft werden, kann man sie auch bewerben. Wir würden niemals einen Mitarbeiter bei gewissen Themen zwingen, also Zigarette, Alkohol, wenn jemand sagt, ich möchte Waffen, also Waffen machen wir sowieso nicht, aber zum Beispiel Zigaretten ist so ein Thema, da kann ich absolut verstehen, wenn jemand sagt, dafür möchte ich nicht arbeiten, und es muss auch niemand für eine politische Partei arbeiten. Und würden wir für eine andere Partei als für die CDU werben? Ja, das würden wir. Es würde allerdings einige Parteien an den Rändern ausschließen. Achso, aktuell nicht. Jetzt steht noch keine Wahl an, schauen wir mal. Wir haben aber zum Beispiel tatsächlich in Österreich für den Bundespräsidentenwahlkampf geworben, für Herrn Van der Bellen, der am Ende ja den Wahlkampf gewonnen hat. Das war eine sehr schwierige Zeit, das war unser erstes politisches Engagement. Und die Tätigkeit dort für die Grünen hat uns in der Tat für die Tätigkeit hier eher qualifiziert als disqualifiziert, weil wir dort viele Dinge getan haben, die doch auch in Deutschland, ich sag mal, beeindruckt haben und mehrere Parteien hier in Deutschland auch für uns eingenommen haben. Ja, weitere Wortmeldungen. Würde ich gerne noch mal wissen, wer war denn eigentlich an allen drei Abenden da? Das sind ja eine ganze Reihe. Unser Wunsch war ja auch, etwas anzustoßen, Blicke etwas zu verändern. Haben Sie das Gefühl jetzt nach diesen drei Abenden, dass wir Sie mal etwas erwischt haben, um das Stichwort von heute Abend noch mal zu nehmen, oder dass Sie überlegt haben für sich, wie gehe ich vielleicht mit den ein oder anderen Themen um? Sollte ich mal, wie es Frau Glaner ganz am Anfang gesagt hat, ein bisschen länger überlegen, mir ein bisschen mehr Zeit nehmen? Ich würde mich freuen über die ein oder anderen Antworten. Und müssen gar keine langen sein. Ich war nicht an allen drei Abenden da. Ich bin heute zum ersten Mal da. Und ich habe so ein Klischee im Kopf, was, ich weiß gar nicht, ob ich sie, ich weiß gar nicht, wie ich diese Jugendlichen, also Migrantenjugendlichen, was Migrantenjugendliche betrifft. Und ich kriege das nicht so zusammen. Viele wirken auf mich so aggressiv, ne? Und dann stößt mich einer an und dann gucke ich ihn an und dann sagt er, oh, Entschuldigung. Und das ist mir so oft passiert. Das begeistert mich. Was? Ja, und sich so süß entschuldigen. Und da ertappe ich mich halt bei einem Klischee oder bei einem Vorurteil. Und das wird innerhalb von Sekunden dann plötzlich aufgelöst. Und das begeistert mich einfach. Das kann ich zu meiner Schublade, die ich da oben im Kopf habe, sagen. Also beim letzten Abend, ich danke Ihnen sehr für das, beim letzten Abend hatten wir auch ja gesagt, wer Vorurteile überwinden will, kann das am besten im persönlichen Kontakt. Ja, und das, genau, was Sie gerade beschreiben, sind ja kleine Alltagsszenen, die genau das ganz bestätigen. Ungeplant sogar. Ne? Ja, weitere Erfahrungen von Ihnen? Nehmen Sie nicht alles mit nach Hause, sondern lassen Sie uns teilhaben.
kann vielleicht noch mal einen Eindruck von mir wiedergeben. Mich hat sehr beeindruckt, wie wir jetzt in diesen drei Abenden mit ganz unterschiedlichen Menschen auf der Bühne wirklich gemerkt haben, dass sich alle füreinander jeweils und auch für die anderen Themen und die anderen Blickwinkel interessiert haben. Und wir eigentlich das Gefühl hatten, wir stoßen damit was an, was man in der Tat, damit bin ich bei der Einleitung nochmal wieder von Frau Glahner, fortsetzen könnte. Es gäbe noch viele Aspekte, die wir besprechen könnten. Und je mehr man anfängt, über dieses Thema nachzudenken, umso mehr Dinge sieht man, umso mehr fallen einem auf im Alltag, wie jetzt die gerade von Ihnen geschilderte Szene. Und das wäre eigentlich auch unser Wunsch, Ihnen da möglichst viel mitgegeben zu haben. Ich komme ganz zum Abschluss, wenn Sie keine Wortmeldung mehr haben, aber es kommt, da kommt nun doch noch ein. Man muss Sie noch ein bisschen locken, ich merke das schon. Ich bin Anne Kunert. Ich wollte mich noch mal bei den Kunstleuten bedanken. Für mich waren dieses Reinkommen vorher und dann mich schon mal so ein bisschen vorher einstimmen auf dieses Thema auf drei sehr unterschiedliche Art und Weise. Beim ersten Mal kam man ja rein und hat sozusagen andere Leute mit irgendwelchen Worten, teilweise, was weiß ich, man konnte dem Schwuler oder Putze oder was weiß ich, mit so einem Leuchtgeschichte auf die Brust leuchten. Also sozusagen irgendjemand, beim zweiten Mal war es, da ging es um irgendwelche Dinge, die gepostet wurden, immer und nie. Also diese Wörter kamen da drin vor, das fand ich sehr schön. Und also heute auch nochmal wieder die Namen, wo man dann gleich irgendwie Assoziationen hat. Ich wollte mich nochmal bedanken bei den Künstlern, das fand ich sehr inspirierend. Ja, das schließen wir uns an. Dann ein kleiner Schlussspurt bei uns oben auf der Bühne. Ich hatte eben gesagt, für was braucht es eine Werbekampagne dringend mal, Herr Figge, worauf, wenn Sie dürften und ohne Etat, ohne Auftrag, woran würden Sie sich machen? Snüfft vielleicht ein bisschen an die Frage aus dem Publikum, lieber Frau. Also ich glaube, aktuell für das Thema Zivilcourage. Welche Geschichte in der Lindenstraße, Sie dürfen jetzt was sagen, was noch nicht geplant ist, Frau Müller. Ja, das ist gerade ein ganz schwerer Spagat, weil ich gerade so voll bin. Wir haben gerade ganz aktuell so ein Paket fertig gemacht, da ist viel von mir drin. Wenn jetzt das Publikum nach Hause geht und denen fällt noch was ein, die würden Ihnen das schreiben, würden Sie das aufgreifen? Ja, unbedingt. Okay, also Sie haben nochmal Gelegenheit. Frau Beider, wo würden Sie gern auftreten? Wo Sie in der Lindenstraße gerne auftreten würde? Mega gerne in der Lindenstraße. Ich würde aber auch gerne Werbung machen für dieses schöne Konzept von Zivilcourage. Das finde ich auch sehr gut. Okay. Ja. So knüpft man Netzwerke. Schön, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, nehmen Sie was mit. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich danke nochmal meinen Gästen heute Abend und Ihnen allen fürs Zuhören. Und dann diskutieren Sie draußen weiter. Vielen Dank. Danke.